Ein Paradies und das ist noch mit dem Ach so, Gottes hart ich Namen. das sagen Du, muss. Das guck Paradies mal, ist doch das, was kein du gerade Puff. machst, du spielst, boah, guck mal, Gott, möge Gott dich recht leiten, Bruder, ich kann dir nicht mehr sagen, nicht weniger sagen, aber ich höre, oh mein Gott, Alter. Guck mal, ich will gar nicht viel diskutieren, weil anscheinend ich komme nicht weiter mit dir und du kommst nicht weiter mit mir, stimmt's? Befasse dich wirklich mal mit den. Ich hab mich noch nie mit dem Christentum befasst. Ich habe mich nie mit der Bibel befasst. Ich kann kein Deutsch mehr reden. Aber was du machst, du solltest noch mal wirklich Gedanken darüber nachdenken, oder? Das ist Guck mal, wenn du die Bibel nie gelesen hast, woher sollst du dann die Wahrheit kennen? ja, soweit ich weiß, ich guck mal, ich sag dir meine offene Meinung, Bibel habe ich mir noch nie durchgelesen und was ich gehört habe, Bibel wird oft umgeschrieben. Nein, Das, stimmt nicht. Das ist ja das Problem. was ich gehört habe, kann ja anders sein, kann ja anders sein. Kann ja anders sein. Aber ich sag dir gerade nur das, was ich gehört habe, was ich gesehen habe. Ich urteile aber nicht darüber. Ich sag nicht irgendwas falsch. Ich lach nicht die Bibel aus. Ich lach nicht dein Christentum aus. Ich lach nicht über Ver. Willst du mir sagen, da Hör mal ist zu, hör mal zu. Es gibt eine ein Vers in Sache, deiner du hast Bibel ist eine nicht. Aussage hier getätigt. Hör mal zu, du hast eine Aussage hier getätigt und ich bin ganz ehrlich, das beweist, dass du mit dir selber, du bist nicht wahrhaftig zu dir selbst. Du hast selber zugegeben, du hast die Bibel noch nie gelesen, Ja. aber du lässt dir Lügengeschichten erzählen und Na, ich sagst auch nicht. selber zu Wenn ich an dir, einen Gott ach, glaube, die warum soll ich. Bibel wurde oft umgeschrieben. Wie wäre es mal, wenn du wahrhaftig zu dir selber bist und selber lesen tust und selber die Wahrheit erkennst und selber sagst, ach Ich du habe schon Scheiße, lange, ich ich habe habe einen schon Fehler sehr gemacht. lange die Wahrheit erkannt. Warum soll ich dann noch irgendwelche Du hast doch nicht anderen. mal gelesen, woher sollst du die Wahrheit erkennen? Lies, guck mal, versteh einmal den Koran, versteh den einmal. Okay, nein, Guck nein, mal, sag dir nein. das gerade wie ein Mann. Lass diese. Das gebe ich mir nicht, Mann. Alter, Leute, habt ihr denen zugehört gerade? Die Bibel wurde mehrmals umgeschrieben, Leute, die Bibel wurde mehrmals umgeschrieben, sagt er, aber er hat es noch nie gelesen. Nein, das gebe ich mir nicht. Das gebe ich mir nicht. Das gebe ich mir nicht, Mann. Oh mein Gott, das ist Das ja sagen nicht Wahnsinn. mal seine Schriften, Bruder. Nicht mal seine Schriften Nicht sagen mal das. seine Schriften sagen das. Also, soll mir jemand aus dem Koran, ich habe sogar einen Vers, wo Mohammed sogar auf die Tora schwört und sagt, komm, wisst ihr was? Ich hole jetzt diesen Vers. Ich werde euch jetzt alle bloßstellen. Sogar Mohammed sagt selber die Tora, er schwört auf die Tora, dass die Tora die Wahrheit ist. Jetzt holen wir diesen Vers Und zur raus. Info, achtet, was ihr schreibt. Ihr werdet hier beobachtet und keine Bedrohung, nur zur Info. Ja, das ist ja kein Problem. Die werden ja sowieso 24/7 beobachtet. Das ist ja das allerkleinste Problem. Jetzt gucken wir mal in die Tora. Tora, 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 wo finden wir das? Oh, here we go. Beneath, who sat on it said, bring the Torah. Oh, da haben wir den Vers. Eieieiei, das wird ein Knockout sein jetzt. Also Leute, ich drehe jetzt meine Kamera und dann werdet ihr selber sehen in den Al-Albani, Sunan Abi Dawud, wo Mohammed auf die Torah schwört, ja? Jetzt drehen wir mal die Kamera und schauen uns mal die Geschichte an. Hier sehen wir, Al-Albani wurde eingestuft als Hassan und Hassan ist wirklich authentisch, ja. Sunan Abi Dawud 4449, ja. Ich küsse dein Herz, Schwester, für den Fuchs. So, hier sehen wir ganz genau Al-Albani eingestuft als Hassan, okay? Hier sehen wir das andere, das ist eigentlich nicht so wichtig, dass hier ging es um die Gruppe der Juden etc., wo Mohammed da war. Mia, ich küsse dein Herz fürs Team Herzklauen. Messenger of Allah, who sat on it and said, bring the Torah. Mohammed selber sagte, bring die Torah. It was then brought. He then withdrew the cushion from beneath him and placed the Torah on it, saying, er hat es dann auf seine Knie hingetan und sagte, er schwört drauf, I believe in thee and in him who revealed thee. Er schwört auf die Tora, dass es die Wahrheit ist. Aha.
Ja, was machen wir denn jetzt? Auf die Tora und sag, I believe in thee and in him who revealed thee. Ja, was machen wir denn jetzt? Dann Leute, ja, oder? Du warst eben weg gewesen. Ja, hört ihr mich jetzt? Ja, oder? Jetzt ist gut. Also was machen wir denn jetzt, meine lieben Muslime? Er schwört auf die Tora. Ja, was ist denn jetzt? Er schwört auf die Tora. Sing on it. I believe in thee and in him who revealed thee. He is swearing here on the Tora. Hier, Al-Albani, Hassan, Sunan Abi Dawud, er schwört drauf, dass die Tora die Wahrheit ist. Wie viele Widersprüche wollen wir denn noch hier finden? Ja, auf einmal ist sie verfälscht, die ist nicht verfälscht. Aber euer Mohammed sagt, Bam, I'm swearing on the Torah. Er wollte jetzt immer noch sagen, das ist nicht so. Ach so, der Mohammed lügt jetzt oder wie jetzt? Er schwört sogar auf die Torah. Er schwört auf die Tora. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wahnsinn, ha? It's like a boom boom chakalaka, ha? What are we gonna do here? He is swearing on the Tora. Naja, wie auch immer. Ich drehe jetzt mal die Kamera. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Da muss ich mal viel hinzufügen. Wahnsinn. Wisst ihr, dann kommen die hier rein und dann sagen die, nein, es ist gelogen, nein, die Bibel ist verfälscht, aber Mohammed schwört auf die Tora, dass es die Wahrheit ist. Oh man, this is insane. This is so insane. Wahnsinn, Mann. Ah, oh, Mann, 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 Mann. Oh man, oh man, was finden wir denn hier? Die von Monatsblutung. Oh, scheiße. Naja, machen wir jetzt mal eine ganz gechillte Runde. Masha'Allah. Beste, beste, beste. Holen wir mal die Schwester hoch. So. Hoch. Holen wir mal alle hoch. Machen wir mal eine ganz gechillte Runde jetzt Die mal. Schwester, die kennen wir Wie doch, geht's dir, mein Freund. Bruder? So, Momo, wie geht's dir? Gut, und dir, Bruder? Ja, gut, ich kann mich gar nicht beschweren. Das freut mich, Wallah. Du bist unser christlich-jesidischer Bruder. Nochmal was? Du bist unser christlich-jesidischer Bruder. Ja, Bruder, ich küsse doch dein Herz, auf jeden Fall. Du bist einer von uns, Bruder. So muss sein, Bruderherz. So, jetzt gucken wir mal, wer will hochkommen. Der hier, der beschützt ganz die Jesiden und so, weil er die Geschichte davon Ja. weiß. Mein Bei Kollege dir im sagt auch, Hintergrund ist richtig laut. Wir hören dich. Du bist bei dir im Hintergrund ist viel zu laut. Bruder, ich mache mich stumm, bis ich aussteige, okay? Okay, kein Okay. Problem. Flex, die Schwester kennen So. wir, die doch drinne ist. Die hat doch ihre Geschichte erzählt. Welche Schwester? Wer? Die mit dem Fragezeichen. Bin ich mir eigentlich Du sicher. meinst, die jetzt bei uns hier drin ist? Ja, genau. Die hat sich auf stumm gestellt. Wir wissen leider ihren Namen nicht. Oh, das Ah, bin ja, ich. okay. Ja, genau. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Schön, Ja. dass du wieder da bist. Danke. Sehr schön. Wie Ja. geht's euch? Ich hab vergessen, dir zu folgen, Schwester Herz. Ach so, ich folge dir ja schon. Ja, Okay. du fuchst Hallo, mich wie schon. geht es dir, Genau, Peter? du fuchst mich schon. Ja. Aschmudin, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Moment, ich bin gleich wieder da, Leute. Aber schön, dass du wieder da bist.
Hörst du mich? Ja. Danke. Wie geht es dir? Gut. Sehr schön. Hast du das mit der Petition mitbekommen, was passiert ist, zufällig? Ich? Ja, dass viele Jesiden abgeschoben werden sollen. Ja, ja. Was Leider. Aber ich finde sowas so schade, weil in Irak ist ja schon gefährlich für Jesiden. Ja, ich weiß. Mir tut das auch so leid. Ich habe das heute Nacht im Live schon angesprochen. Was für eine Angst. Wir müssen uns mal in die Lage der Menschen hinein oder unserer jesidischen Geschwister hineinversetzen. In was für eine Angst die ja jetzt leben, ne? Weil die ja wissen, die müssen wieder zurück. Ja. Genau. Das Problem ist, denen so. Häuser sind auch jetzt kaputt und so. Wo wollen die hin jetzt? Die abgeschoben werden. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Auf jeden Fall, Leute, habe ich euch die Offenbarung gezeigt, wie das Himmelreich aussehen wird, wenn wir ja das Himmel sehen werden. Irgendjemand schallt es die ganze Zeit. Bei wem schallt es so? Okay, ich glaube, das war unsere Schwester. Okay. Bevor ich weitermache, Jenny 07, was können wir denn für dich tun? Ja, ich habe mal eine Frage. Okay. Seit wann hat das mit dir und Joker angefangen? Also, was hat der ein persönliches Problem mit dir? Joker ist kein Mann und der lackiert seine Fußnägel. Plus, den Kerle brauche ich auch gar nicht ernst nehmen. Du wirst auch hier niemals in meinem Stream sehen, dass ich den seine Bilder hier poste, weil der Kerl ist in meinen Augen kein Mann und ich brauche ihn auch keine Aufmerksamkeit schenken. Plus, kein richtiger Mann würde das machen, was er macht. Er hat ein Verhalten eines kleinen Kindes, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, ja. Und der Kerl ist eigentlich so gut wie 24/7 wird er nur noch beobachtet. Ja, der ist dumm wie Stroh, er ist sehr, sehr dumm, meiner Meinung nach. Plus, was ich gut finde, der macht gute Werbung für mich. Ja, das muss man ihn lassen. Ja, Joker macht gute Werbung für mich. Dummheit Nummer 1, Dummheit Nummer 2, keiner nimmt den ernst. Warum soll ich den ernst nehmen? Der soll doch weiterhin sein Stream machen, soll er weiterhin seine Dauer machen und mein Bild als Hintergrund machen. So jemanden frage ich mich ernsthaft, warum die Leute so jemanden überhaupt noch folgen. Nee, guck mal, unabhängig von Religion und sowas, ne? Also, es gibt da eine Vorgeschichte. Ich weiß nicht, ob du den Amir kennst. Amir, ja, natürlich kenne ich Amir, ja. Ja, der hatte mich mal vor langer Zeit angeschrieben und so. Und da gab es halt, der wollte sich ganz mit mir treffen und sowas. Und darauf komme ich dann auf Joker. Weil Joker hat. Aber bleiben wir mal bitte bei dem Thema Joker, weil das mit dem Treffen Army oder mit dir, das will ich jetzt nicht wissen, was da war. Du kannst über Joker reden, das passt. Das ist gar kein Problem. Vielleicht kann ich mich kurz einmischen, wenn das okay ist. Ja, gleich, aber lasst uns doch bei Joker bleiben. Nur eine Sekunde, ich will was sagen, dann gehe ich direkt raus. Okay, gerne. Ich bin einfach unterwegs und deswegen. Weil ich wollte sagen, es hat mich sehr gefreut, dass ich immer drinne war und so. Und ich finde einfach, was du machst, sehr richtig gut. Ich feiere dich einfach. Danke, Bruderherz. Du sollst einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Von nicht diese berühmte, so diese Barelle und so, sollten weniger bekommen und du viel mehr. Danke, Bruderherz. Bester Mann, schwöre auf alles. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke, danke, Bruderherz. Ich küsse doch eure Herzen. Du hast viel mehr verdient. Ja, wir tun unser Bestes. Wir wollen auf jeden Fall alle gemeinsam wachsen. Ja, auch mit unseren Brüdern und Geschwistern hier. Wir wachsen alle gemeinsam und das werden wir. Ne? Ich küsse dein Herz. Genau. Ich küsse auch dein Herz, Bruder. Du bist der Beste. Kein Problem, Bruder.
Danke, danke, danke. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, 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 ciao. Azad, wir kommen auch gleich noch auf dich zu, Bruderherz. Jenny, so, jetzt ja. Jenny, du kannst weiterreden. Aber bitte das Thema mit Amir oder was ihr da geschrieben habt, das können wir weglassen. Aber wenn du über Joker weiterreden willst, kannst du die Geschichte von Joker ruhig gerne weiter besprechen. Ja. Ich habe in einem letzten Video irgendwie mitbekommen, dass er auch sogar rassistisch gegen dich irgendwie, das ist mit diesem Planet der Affen und sowas halt alles, ne? Was er in seinem Live okay. da spricht. Der Joker, der Joker. Ja, ja, genau, ja. Okay. Ja, und ich frage mich jetzt mittlerweile, ob das jetzt wirklich nur bei euch so oder bei ihm beziehungsweise wirklich um Religion geht, ne? Es geht ja um Christentum und dem Islam und sowas, das weiß ich ja alles, ne? Aber mittlerweile glaube ich wirklich, der hat echt ein Problem mit manchen Männern, also auch mit seiner Männlichkeit. Also das ist Er hat seine Männlichkeit schon sehr lange verloren. Er ist kein Mann. Joker ist kein Mann. Joker hat seine Männlichkeit schon seit der Geburt schon verlassen. Er hat seine Männlichkeit schon sehr, sehr lange verlassen. Der Kerl ist kein Mann. Guck dich den mal an, wie der redet. Und dann werde ich auch zeigen. Und dann, weißt du, und geh zu ihm hin. Und dann, wisst ihr, ja, ihr müsst mal mit zu diesem Flex gehen. Und dann, ist das ein Mann? Are you kidding me? Ey, auch der ist voll gebildet, der ist voll nett und so. Ich hab auch mit dem hin und her geschrieben und alles so, ne? Aber jetzt, seit ich bin jetzt irgendwie neu auf dich gekommen, so durch ihn auch, ne? Ich kannte dich auch vorher nicht so. Ist das neu, was du machst, so die hier bei TikTok? Nein, ich bin ja schon lange bei TikTok. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also jetzt seit 6 Monaten. Ich bin jetzt seit 6 Monaten, 5 Monate bei TikTok. Mhm. Nee, weil das, ich weiß nicht, das ist auch... Soll ich euch mal Joker nachmachen, Leute? Komm, ich mach euch mal Joker nach. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Was ist hier? Und dann, oh, jetzt geht's ab. Leute, wisst ihr was? Ihr müsst zu diesem Flex gehen, ja? Und dann, ich sag euch was, und dann, ja, Flex, du bist doch kein Mann. Alter, was ist das, Mann? Was ist das? Ja, aber guck mal, er sagt die ganze Zeit... Ey, Mann, Alter, und der nennt sich Mann? Von Lappen und Nennen und so, ne? Und ich habe keine Ahnung. Ich habe anfangs auch gedacht, voll der gebildete Mann und sowas, aber das, was er da echt ist, das geht ihr auch. Ihr müsst diese Menschen nur wirklich ein paar Mal, ihr müsst nur zuhören, was der da für einen Scheiß von sich gibt, ja? Ihr müsst nur zuhören, halbe Stunde lang zuhören und ihr merkt sofort, dass der Kerl nichts im Kopf hat. Nur halbe Stunde zuhören. Mehr braucht man gar nicht. Halbe Stunde, das ist sogar zu viel. Lass 15 Minuten sein. 15 Minuten, hört den Kerl nur zu. Glaub mir, alle sagen so, oh mein Gott, das sagen sie alle, oh mein Gott, der Kerl hat nichts im Kopf. Aber Jenny, die Leute sagen alle hier, dass du in dem Live von Joker bist. Seit wann hast du jetzt die Erkenntnis, da wegzugehen? Genau, interessiert mich auch jetzt. Ja, also ehrlich gesagt, heute Morgen? Ja, schon auch seit gestern, ja. Er verhält sich mir gegenüber sehr, sehr komisch in der letzten Zeit. Und das, was ich hier so mitbekommen habe, dass dann mit Flex und sowas alles, ich weiß nicht mehr, was ich von dem Typen halten soll, weil der hat einfach nur, weiß ich nicht, Das Ding ist, ich bin schon mittlerweile so gut vernetzt, ich weiß schon, wo der Kerl wohnt. Ich weiß sogar genau, wo der Kerl wohnt. Aber ich bin so gut vernetzt, ich weiß einfach, wo der Kerl wohnt. Einfach blank. Ich weiß, wo der Kerl ist. Das Ding ist, wenn ich wirklich so wäre wie die, würde ich direkt hinfahren.
Aber, weil wir Christen diese Liebe in uns tragen, werden wir sowas niemals machen. Denn wir sind voller Liebe. Wir sind nicht so wie die. Wir sind mittlerweile so gut vernetzt, wir wissen, wo der Kerl schon wohnt. Es ist einfach so. Aber wir sind nicht so wie die. Flex, wir kommen jetzt vom Thema ab. Ja. Wir müssen nicht über ihn reden. Aber wir wenden uns jetzt gerade vom Thema ab. Da hat Bero recht. Ja? Wir bleiben trotzdem wahrhaftig in der Liebe. Denn das Christentum, das Christentum ist keine Gewalt. Das gibt es im Christentum nicht. Bei uns im Christentum ist sehr viel Liebe. Wir verfluchen nicht. Weil wenn wir verfluchen, wird uns der Herr verfluchen. Wir müssen in der Liebe bleiben. Und deswegen, wenn du bei Joker reingehst, da wirst du nur noch sehen, wie er flucht, wie er schlecht redet. Aber hier wirst du das niemals sehen. Wir klären auf, ja. Wir klären auf. Ja, das tut er angeblich auch. Und er sagt ja irgendwie, er ist ja nur so zu dir, weil er ist nur so zu Menschen, wenn die auch so zu ihm sind. Aber das stimmt gar nicht. Ich war auch die ganze Zeit nett zu ihm und so. Und jetzt zeigt er erstmal sein wahres Gesicht, das ja Felix an einer Klatsche hat, ne? Egal, natürlich hat er eine in der Klatsche schon sehr lange. Also jemand, der so redet, hört mal zu, Leute. Ihr müsst jetzt alle unterstützen. Ihr müsst jetzt zu Flex gehen. Postet das alle. Ja, Leute, wisst ihr, wenn ihr das nicht macht, dann unterstützt ihr uns nicht. Flex ist ja jetzt auch egal. Wir segnen, der ist doch krank. Wir segnen ihn, ne? Und wir beten für ihn und wir sollen unseren Nächsten lieben wie wir selbst. Alles gut. Ja. Na, ich hab eine Frage, weil ich bin auch, also ich bin konvertiert als Muslima mittlerweile. Aber mittlerweile habe ich auch so, weil Joker hat mich eigentlich gestärkt da drin, ne? Weil er einiges auch so aufgedeckt hätte, so, dass es mit seinen Lügen. Aber mittlerweile bin ich am Zweifeln. Jenny, darf ich dir was sagen? Ich sag dir jetzt mal eine Sache, Jenny. Du scheinst sehr respektvoll zu sein. Du wirst bei mir in diesem Channel niemals sehen, dass ich drüber spreche, so, oh, jetzt holen wir mal eine Ex-Muslima rein, die soll jetzt konvertieren und so. Das wirst du hier drinnen nicht sehen. Aber was die Brüder und die Geschwister mir sagen, die sagen mir, hey Flex, ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die haben dir zugehört und die sind jetzt konvertiert wegen dir. Und die eine lässt sich jetzt nächstes Jahr taufen. Wo ich selber gesagt habe, wow, voll krass. Davon wusste ich ja gar nichts. Die Leute hören mir nur zu und die sehen, über was ich hier spreche und die sehen, was ich hier aufdecke und sagen dann, okay. Die schlagen die Sachen selber auf und gucken und sehen, oh, dieser Flex hat recht. Wir müssen nichts beweisen. Wir machen ganz normal und wir predigen ganz normal, wir verkünden das Evangelium und gleichzeitig, was unser Herr uns gelehrt hat, ist die Dunkelheit ans Tageslicht bringen. Und das war's. Das ist das, was wir machen. Ja. Aber wir werden niemals hier in dem Stream irgendwelche witzigen Sachen machen und jemanden posten und die ganze Zeit über diese eine Person reden. Alter, wir Christen haben für solche Sachen keine Zeit. Das hat schon gar nichts mehr mit Religion zu tun. Das geht auch um Menschlichkeit, ne? Richtig, so sieht's aus. Und das wirst du hier drinnen aber nicht finden. Aber, Jenny, weil du hier drinnen bist, ich will dir was zeigen, okay? Ich will dir was zeigen, Jenny. Du kriegst Schock des Lebens. Ich zeig's dir einfach mal, okay? Und dann sagst du mir, ob das ein schönes Verhalten eines Gelehrten ist. Ich zeig's dir einfach, ne? Und die sind alle für ihn. Ihr lacht euch jetzt gleich alle kaputt. Ich zeig euch was. Ich sage, alle werden sich gleich kaputt lachen. Alle. Das Video, was ich euch zeige, ihr lacht euch alle platt. Leute, haltet euch ganz fest. Das wird jetzt ganz witzig. Ja, Jenny, du bist noch da? Jenny, bist du noch da? Ja, oder? So. Schauen wir mal. Oh. So, Jenny. Bist du noch da, Jenny? Ja, ich bin, ja. Okay, jetzt schauen wir uns mal das Verhalten von jemandem an, der seine Leute...
Nochmal, nochmal, warte. Und ich dachte, ich hab mich gestern auch mit ihm unterhalten. Ich dachte, der wäre voll, weiß ich, ne, vernünftig so. Nein, Jenny, das sind sie nicht. Nicht Jenny. Die sind fertig mit der Welt. Die sind fertig mit der Welt. Guck mal, eigentlich, Jenny, sei du mal ehrlich und sei wahrhaftig, Jenny. Wenn ich eine Religion kritisiere, okay, und du kommst rein und du siehst, es gefällt dir nicht, dann gehst du doch raus. So, und hörst dir das nie wieder an. Okay? Ja. Aber wenn die das Christentum kritisieren, ist dir mal aufgefallen, dass die Christen gar nicht mehr hochgehen, die Christen sagen auch mittlerweile gar nichts mehr. Was wir machen ist, mach dein Ding, das ist dein Stream, du kannst das Christentum kritisieren, wie du willst, das ist gar kein Problem, mach doch, wie du willst. Aber wir gehen einfach da nicht mehr hoch, weil das interessiert uns nicht. Mach du dein Ding und alles ist gut. Aber ist dir mal aufgefallen, die posten die ganze Zeit mein Bild, fügen einen Affen hinzu, machen sich lustig auch noch über die Hautfarbe. Ja, das meine ich. So, und da frage ich dich, Jenny, ist das ein gesunder Menschenverstand, was die da machen? Ist das gesund für dich? Überhaupt nicht. Das ist total toxisch. Also das ist okay. Und da ist das Problem. Da fängt das Problem an. Und was ich mache, ja, die sagen Kinderinzest etc. pp. Oh, in der Bibel gibt es Kinder. Erstens, wenn wir uns das Alte Testament anschauen, wissen wir ganz genau, ja, dass wenn die Menschen Götzen angebetet haben, hat Gott gesagt, okay, hey, was mache ich? Ich sende denen ein Gesetz, okay? Und diese Menschen müssen sich ja an diese Gesetze halten, ja? So, und wenn du aber diese Gesetze nicht einhalten kannst, ja, dann kannst du mit Gott keine Gemeinsamkeit haben. Warum? Denn Gott will mit der Sünde keine Gemeinsamkeit haben. Das ist doch klar, dass du dann in der Hölle landest. Und dafür, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und sie versuchen, Gottes Wort immer zu verdrehen. Sobald du bei deren Stream reingehst und hörst, wie sie die Sachen und die Versen und wie sie die Sachen rausholen, siehst du und erkennst sofort, ein wahrer Christ erkennt sofort, dass sie gerne die Worte Gottes verdrehen. Und ja, das ist sehr ungesund, Jenny. Du darfst die Worte Gottes nicht verdrehen. Bleib wahrhaftig bei der Arbeit. Und du musst es mal beobachten, Jenny. Wenn du Muslimer bist, Jenny, das ist deine Sache. Ich werde dir niemals sagen, konvertiere zum Christentum. Aber wovor ich dich warnen kann, ist, achte mal drauf, wenn die einen Vers rausnehmen und lesen, die lesen nur diesen kleinen Teil und lesen die Verse davor nicht und lesen oben nicht die Überschrift, um was es geht, und lesen auch nicht, was danach kommt. Achte mal drauf. Denn ja, die Bibel hat für alles eine Antwort. Ja? Nee, ich dachte gerade, die fangen so mitten im Buch so an, irgendwo in der Mitte oder so. Genau, darum geht's. Darum geht's. Und die kennen die Wahrheit, die wissen es. Die wissen es. Die sind, glaub mir, Jenny, die sind nicht blöd. Die wissen es. Die versuchen es nur schlecht zu reden. Die Bibel kannst du gar nicht widerlegen. Mir ist eine Sache aufgefallen in der Bibel. Also, wenn du die Bibel lesen tust, hat's immer eine Erklärung. Entweder du liest 2, 3 Verse weiter und dann liest du, oh, okay, damit ist es gemeint. Und dann ergibt es auch gleich einen Sinn. Ja, die versuchen es schlecht zu reden, indem sie nur diesen einen Vers rausholen, okay, aber 2 davor nicht weiter lesen. Du musst ja lesen, um zu gucken, um was es da geht. Du kannst nicht einfach irgendwo in der Mitte rauspicken und versuchen, Gottes Wort zu das funktioniert so nicht. Das geht einfach nicht. Du musst schon wahrhaftig bei der Arbeit bleiben und ehrlich sein und gucken, oh, okay, damit ist das eigentlich gemeint. Aber du kannst doch nicht Gottes Wort verdrehen. Die Bibel kannst du nicht verdrehen. Denn die Bibel ist von Anfang an die Wahrheit. Guck mal, Jenny.
Jetzt frage ich dich, Jenny. Ja, Claudio, du kannst gleich reden. Azad, wir kommen auch gleich auf dich zu. Okay? Du musst jetzt mal so sehen, Jenny. Der Herr hat uns schon in den Matthäus-Vers, in den Mose-Vers, in den Johannes-Vers, in den Jeremia-Vers warnt er uns schon vor falschen Propheten und falsche Prophetien und falsche Weissagungen. Sie kommen im Namen des Herrn und lügen im Namen des Herrn. Sorry, ich muss mich da nochmal korrigieren. Sie versuchen, Gottes Wort zu verdrehen, indem sie sich als Propheten ausgeben. Aber Gott hat sie nie gesandt. Gott, der Herr Jesus Christus, hat sie nie gesandt. Und überleg jetzt mal, Jenny, das Evangelium warnt uns doch schon vor diesen Menschen. So, und jetzt musst du überlegen, Jenny. 100 Jahre vergehen, 200 Jahre vergehen, 300 Jahre vergehen, 400 Jahre vergehen, 500 Jahre vergehen, 600 Jahre vergehen. Und dann kommt irgendeiner aus der Ecke und will mir sagen, das Evangelium sei verfälscht, das ist falsch. Jenny, denk mal mit, Jenny. Das ist doch nicht normal, dass man, weil wer das Evangelium Gottes verstanden hat, in der Bibel, in den Jeremia-Vers, in den Matthäus, Johannes-Vers, ja, und den Mose-Vers, ja, und Galater 1, Vers 8, wer das verstanden hat, der wird das Christentum niemals verlassen. Niemals. Ja, Bei einer, der 600 Jahre später kommt, ja, wo er eine Offenbarung bekommt, wo ein angeblicher Engel kommt, ja, und ihn auf der Brust drücken tut, ja, bis zur Erschöpfung, ja, und wir lesen dann noch in dem Evangelium, dass der Herr sagt, wenn ein Engel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt oder verkündet, ja, überleg mal, so sei er verflucht. Das heißt also, Gott hat uns schon vor sowas gewarnt. Also, wie soll mich jetzt ein Moslem überzeugen, seine Religion beizutreten, wenn ich schon gewarnt bin vor diesen Menschen? So, finde den Fehler, Jenny. Mhm. 600 Jahre später kommt einer und will mir was sagen, obwohl der Herr Jesus Christus mich schon warnt. Also was machen wir denn jetzt, Jenny? Wie willst du mich überzeugen, Moslem zu werden, wenn das Evangelium von Anfang an die Wahrheit ist? Wie soll ich dann Moslem werden? Das funktioniert niemals. Wie denn? Ich habe das Evangelium verstanden und werde niemals den wahrhaftigen, lebendigen Gott den Rücken kehren. Niemals. Denn er hat mich schon gewarnt. Der Herr hat mich schon gewarnt von Anfang an. Was machen wir jetzt, Jenny? Was machen wir jetzt, selber, Jenny? Guck mal, ich bin ja selber getauft worden und hatte meine Kommunion und alles. Aber ich habe immer so all die Jahre irgendwie immer auch so ein bisschen Zweifel gekriegt und so, und weil ja Islam ja immer so friedlich dargestellt wird und alles, und ja, dann habe ich halt irgendwann diesen Joker kennengelernt, und der hat mich dann auch irgendwie, hat mir dann auch Verse in der Bibel gezeigt, so dass ja, hat mich mehr oder weniger darin gestärkt, dann Muslima zu werden, ne? Also auch. Aber Jenny, du darfst dich aber nicht manipulieren lassen. Guck mal, ist dir mal eine Sache aufgefallen? Der Herr Jesus Christus hat dir die Chance gegeben. Dein Leben lang hast du die Chance, zurück umzukehren zu den Herrn Jesus Christus. Du hast keine Beschränkung. Und ich will dir eine Sache sagen, Jenny. Finde wieder zurück zum Herrn. Denn unser wahrhaftiger Gott, unser lebendiger Gott ist die Wahrheit von Anfang an. Der Satan war aber von Anfang an ein Lügner. Der Herr Jesus Christus war aber von Anfang an was? Die Wahrheit. Das ist der Unterschied zwischen beiden. Und deswegen, ich flehe dich an von ganzem Herzen. Mach so, wie du denkst, aber ich kann dich nur warnen. Ich kann dir den Galater-Vers mal vorlesen. Ich lese dir mal den Galater-Vers und dann sag du mir, was du davon denkst. Ne? Jetzt gehen wir mal in Galater 1, Vers 8.
So, jetzt lesen wir hier. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, weil wo Jesus Christus ja am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. So, wenn es vollbracht ist, frage ich mich eigentlich, warum sollen wir denn ein anderes Evangelium annehmen? Wenn der Herr Jesus Christus aber klipp und klar gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat das Evangelium, es ist vollbracht, es ist vollständig. Also wie soll mich jetzt ein Moslem beeindrucken, den Islam beizutreten, wenn ich aber weiß, dass der Herr Jesus Christus mir schon oder mich gewarnt hat in den Galater-Vers. So, wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, jetzt Jenny, in Galater 1, Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigt. So, jetzt guck mal, Jenny, das, was in der Höhle passiert ist mit Mohammed, wer ist da erschienen? Ein angeblicher Engel. Und verkündigt ihn ein anderes Evangelium. Und jetzt lesen wir aber in Galater 1, Vers 8, dass der Herr uns schon davor warnt. Wir werden hier schon gewarnt. Und dann kommt 600 Jahre später genau davor, was der Herr uns was, der hat uns davor schon gewarnt. Also wie machen wir, was machen wir denn jetzt, Jenny? Wie will mich jetzt jemand überzeugen, den Islam beizutreten, wenn ich genau weiß, ich wurde schon gewarnt? Keine Chance. Du wirst mich niemals von dem Christentum trennen können, weil ich wurde schon gewarnt. Klingt logisch, ne? Ich wurde schon gewarnt. Ja. Jenny, red ja. So lange noch mit Claudio. Ich bin gleich wieder da. Ja. Azad, ihr könnt jetzt alle frei reden. Ich habe nur Jenny die Wahrheit jetzt nochmal gesagt. Ihr könnt alle frei reden. Entstummt euch alle. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ne? Okay. Ja, Gottes Segen zuerst mal. Ich will Gottes Segen, Claudio. Sagen. Gottes Segen, Geschwister. Denn ich will dir nur eine Sache ins Herz reinlegen und dem gesamten Chat, dann bin ich auch ganz schnell wieder unten. Pass auf, Jenny, hör genau auf diese Worte. In jeder Religion versucht der Mensch zu Gott zu kommen. Gibst du mir da recht? Ja, das stimmt. Jetzt pass auf, was ich dir jetzt sage. Nur in der Bibel aber lesen wir, wie Gott zu uns kam, Schwester. Nur in der Bibel lesen wir, wie Gott zu uns kam. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das Wort Gottes, was 5000 Prophetien nachweist. Es gibt kein anderes Buch, das Prophetien nachweisen kann. Und davon sind über 3268 erfüllt. Es ist mathematisch gar nicht rechenbar. Die Wahrscheinlichkeit der Nullkommazahl dahinter. Es bräuchte ein PC, der 30 Millionen lang läuft, 24 Stunden, um die Wahrscheinlichkeit dahinter auszurechnen. Ich will dir damit sagen, Prophetien sind bereits über 75% erfüllt. Jetzt frage ich dich, es bleiben doch noch 25 übrig, die noch kommen werden. Und unter diesen 25 ist auch die Prophetie, dass der Herr Jesus Christus für uns alle sichtbar scheint und uns emporhebt. Und wer ihn gefolgt hat, wird das ewige Leben bekommen und wer nicht, eben halt nicht. Und diese Prophetien werden sich auch noch erfüllen, wie die anderen 75%. Deswegen, Schwester, öffne dein Herz, geh nochmal auf die Knie, tu Buße und folg dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hallo? Ihr könnt reden. Hallo. Amen. Ja. Und an alle, die hier drinnen sind, bitte auch an die Modis, könnt ihr bitte an der Pinnwand bitte nochmal posten, die Petition für unsere esidischen Brüder und Geschwister, dass sie das unterschreiben sollen für unsere Brüder, ne? Dass sie nicht abgeschoben werden, ist ganz wichtig. Wir haben noch Zeit bis morgen, ja. Deswegen, Leute, bitte unterschreibt alle für unsere esidischen Brüder und Geschwister. Gerti, Schko, Bruder, ich küsse dein Herz für die Geschenke. Ja, sprich das nochmal öfters an, weil ich glaube, viele wissen darüber nicht Bescheid. Ne? Genau, aber wenn möglich in der Petition nochmal reinposten. Ich bin gleich wieder da, Leute. Kleinen Moment. Marusch, ich verstehe das nicht, warum wir das nicht fixieren können. Ja, nee, im Chat geht das nicht, wenn Gäste drin sind. Ach so, dann schmeiß alle Gäste raus. Nein, mein Scherz.
Ja, wir müssen auch lachen, wir müssen auch lachen. Ne? Ist Jenny noch da? Ich bring mal den Chat zum Lachen. So, es gibt Atheisten, wenn du einen Atheist fragst und der sagt, die meisten Atheisten sagen wirklich diesen Satz, ich bin Atheist, Gott sei Dank. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist ich so bin bescheuert. Atheist, Gott sei Dank. Wo kann man denn jetzt noch Abstimmung geben? Noch ein Witz über die Zeugen Jehovas. Falls ihr nicht bei euch ein Zeuge Jehovas klingeln sollte und fragt, wollen Sie Zeuge Jehovas werden, einfach sagen, nein, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. So. Leute, ich bin wieder zurück. A.k.a. Flex in the House. Leute, ich küsse doch eure Herzen. Und ich küsse die ganzen jesidischen Brüder und Geschwister hier. Und alle, die voller Liebe sind, ich küsse eure Herzen. Wirklich. Einmal alle die jesidische Flagge hier reinposten und einmal die aramäische Flagge reinposten, Leute. Ich küsse eure Herzen. Ja? Genau. Elian, Bruderherz. Ich sehe, dass du mich beobachtest, Elian, Bruder. Ich weiß, dass du da bist, Elian. Ich mach Platz. Ich küsse dein Herz. Unreachable. Jesus forever. Jenny. Ja. Wie siehst du denn die Sache? Was hast du bisher verstanden, was ich dir gesagt habe? Ja, ich habe das schon alles verstanden, aber mit was ich halt auch immer im Islam so Probleme hatte, ist so mit diesen vier Frauen auch, ne? Ja, weil das auch kein gesunder Menschenverstand ist. Kein Gott der Welt wird sagen, ja, der Mann darf vier Frauen haben und im Himmel kriegt er 72 Jungfrauen. Jenny, also wenn du an so etwas glaubst, ja, die sind sowieso von allen Geistern verlassen. Sag ich dir ganz ehrlich. Also wer an so ein Blödsinn glaubt, 72 Jungfrauen, sorry, Jenny, red nicht über den Islam. Kizibash, weißt du, was du machen kannst? Du kannst Deutschland verlassen. Das ist ein Kuffarland. Hier solltest du eigentlich gar nicht mehr sein. One-Way-Ticket, Bruderherz, ich zahle ihn dir. Ja? So. Aber Jenny, wie kannst du eine Religion annehmen, die dir empfiehlt, andere Menschen zu töten, die nicht Muslime sind? An die ganzen Leute, die da ein Problem mit haben, dass wir hier unsere Meinung hier teilen und darüber sprechen. Ganz ehrlich, ihr seid doch sowieso in einem Kuffarland. Warum bucht ihr nicht einfach ein One-Way-Ticket? Ich werde einfach so eine Petition hier eröffnen, hier in TikTok. One-Way-Ticket, never come back, go away, never come back. Die leben alle in Deutschland und so, denen geht's hier richtig gut und so, ne? Und dann erzählen die was von richtigen frommen Moslems, ne? Ja. Ja, Schwesterherz, Jenny, ich kann dir nur eine Sache sagen, ja. Ich hoffe, dass du, ich sag nicht, du sollst konvertieren, ich kann dir nur sagen, ich hoffe, dass du den Weg wieder zum Herrn Jesus Christus findest. Denn er ist die Wahrheit, auf jeden Fall. Er ist und bleibt die Wahrheit. Ne? Solltest du wissen, Jenny. Das ist das Einzige, was ich dir mitgeben kann, Jenny. Hängt von dir ab. Du musst auf jeden Fall die Wahrheit erkennen und du musst dein Herz auch öffnen, wenn du sagst, hey, du willst die Bibel wieder lesen. Aber Jenny, lass dich nicht manipulieren. Ja? Nein. Guck mal, der liebe Herr hat dir ein Gehirn gegeben zum Denken, Jenny. Augen gegeben zum Gucken. Ohren zum Hören. Mund zum Sprechen. Er hat dir ein Verständnis gegeben, Jenny. Nutz dieses Verständnis, okay, um gewisse Dinge zu sehen und zu entdecken, wo du sagst, so, oh, das kann nicht von Gott sein. Ja, weil ich wäre letztes Jahr, Jenny, ich sag dir ganz ehrlich, wäre ich nicht stark geblieben, wäre ich letztes Jahr konvertiert.
Und wäre ich konvertiert zu einem, sagen wir mal, Moslem, ja, ich wäre ein radikaler Salafi wahrscheinlich. Aber was für einer. Weil ich bin in meinem Glaube jetzt schon sehr radikal. Also radikal meine ich einfach nur damit, ich vertrete mein Glauben, weil ich erkenne, dass mein Glauben die Wahrheit ist. Ich erkenne, dass mein Glaube die Wahrheit ist. Und deswegen bin ich so stark, was das angeht. Aber wenn etwas zu mir die ganze Zeit sprach, tu es nicht, mach es nicht, da habe ich mir gedacht, so, das kann doch nicht normal sein. Weil ich bin eigentlich so ein Mensch, so, ich denke mir einfach so, okay, hey, das ist doch gar kein Problem. Ja, komm, ich konvertiere einfach. Aber etwas in mir sagte immer wieder, tu es nicht. Ich will jetzt nicht noch weiter ins Detail gehen, aber ich kann dir nur eins sagen. Erkenn die Wahrheit einfach, wenn du lesen tust. Ne? Jenny, das ist das, was ich dir mitgeben kann. Ja. Genau. Wir müssen auch wahrhaftig und ehrlich zueinander sein. Wir dürfen uns ja nicht anlügen. Ja, die Muslime reden sich halt immer viel raus, ne? Die sagen halt, wenn man denen vorwirft, ja hier, dass Islam ist zum Beispiel Terror oder hier mit den vier Frauen und sowas, die haben immer für alles irgendwie eine Erklärung. Ja, das mit den vier Frauen, das war ja nur so, weil damals war ja eine ganz andere Zeit und so und die Frauen haben da Hilfe gebraucht und keine Ahnung so, ne? Immer für alles eine Ausrede halt. Guck mal, ne? Jenny, ja, beste Beispiel, Jenny, ist, ich finde das gut, dass du das ansprichst, weil jetzt kam mir gerade etwas in den Kopf. Was kriegst du denn im Islam als Geschenk, als Frau? Also die Männer dürfen ja vier Frauen haben. Was kriegst aber du? Gar nichts. Du musst dich verhüllen. Nummer eins. Soweit ich weiß, den Ehemann, den man hatte oder sowas? Du kriegst gar nichts. Der Mann darf sich ja mit vier Frauen vergnügen. Ja. Das ist ja auch, ist ja sein Problem. Zu meinem Problem mache ich es eh nicht. Weil das ist sowieso nicht gesund, vier Frauen zu haben. Bin ich ganz ehrlich. Ja? In der Bibel lesen wir ganz klipp und klar, dass wir nur ein Mann, eine Frau haben können. Ein Mann kann eine Frau haben, eine Frau nur ein Mann. Das war's. Eins. Okay? Wenn ich dich jetzt mal frage, Jenny, wenn du in Jannah gehst, im Paradies, ja, wie viele Männer darfst du denn haben? Weil die Männer dürfen ja 72 Jungfrauen, die kriegen ja 72 Jungfrauen. Aber die Frage ist, Jenny, was kriegst du im Paradies? Was kriegst du, wenn du in Jannah gehst, Jenny? Das ist eine gute Frage. Was kriegst du denn? Du kriegst gar nichts. Du kannst nur zugucken, wie dein Mann 72 Jungfrauen hat. So. Die ganze Zeit so. 72 Jungfrauen. Oh, mein Mann hat 72 Jungfrauen. So. Die Frage ist aber, was kriegst du, Jenny? Jenny, du kriegst kein... Jenny, das ist schon traurig, Jenny. Dass man an so etwas glaubt, das ist mehr als das nur traurig. Ja, wo ich halt auch so meine Zweifel halt kriege, weil es heißt doch irgendwie, es heißt ja viel immer, ja, die Frauen haben keine Rechte im Islam und dies und das. Warum heißt es dann, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter oder sowas? Heißt es ja irgendwie? Oder der Frau? Siehst du, Jenny, und mit solchen Sachen wirst du manipuliert. Ja, genau, ja. Und das ist aber nicht gesund. Du darfst dich nicht manipulieren lassen. Denk doch nur einfach an gewisse Dinge, wo du sagst so, oh, okay, das kann ja nicht von Gott kommen. Da, wo es eigentlich bei dir Klick machen sollte, ist, guck mal, weißt du was? Ich drehe meine Kamera, ich zeig dir was. Eigentlich habe ich das Thema schon lange beendet. Also ich habe darüber heute gesprochen. Aber wir gehen noch mal in die Materie rein. Okay, Jenny, ich mache das extra für dich. Okay. Und dann schauen wir uns die Sache mal gemeinsam an, Jenny. Wenn du einen Koran zu Hause hast, Jenny, schlag mit mir die Verse gerne
auf, nicht, dass ich am Ende als Lügner dastehe. Wir schlagen die Verse mal zusammen auf. Ich habe heute das Thema ja gehabt, in der Offenbarung, wie das Paradies für uns aussieht. Was hat der Herr Jesus Christus für uns vorbereitet? Ja, wir haben das ewige Leben. Wir haben die Gemeinde. Ja, wirklich, also uns ist das ewige Leben geschenkt im Paradies. Ja, das ewige Leben ist uns geschenkt im Paradies. Ja, die Namen der Aposteln werden in Steinen gemeißelt sein. Okay, wir lesen aber nicht, dass wir Dingi-Dingi machen können im Himmel. Wir lesen auch nicht, dass wir Knaben haben werden im Paradies. Solche Sachen gibt es in Gottes Reich nicht. Um Himmels Willen. Und wir werden auch keine 72 Jungfrauen im Himmel haben und Dingi-Dingi mit denen da oben machen. Um Himmels Willen, was ist denn das für eine Denkweise? Also um Himmels Willen, wie kann man an sowas denken? Da geht es nur um, was ist denn das? Also jeden Vers, den ich hier rausholen werde, wirst du merken, da geht es nur um das eine. Wo ich mir denke so, Alter, sorry, aber das ist ein heiliger Ort. Das ist ein heiliger Ort. Was für 72 Jungfrauen, Mann. Ein heiliger Ort. Und dann Frauen mit großen Augen und schwellenden Brüsten. Jenny, sorry. Sorry, please. Jenny. Da müssen wir die Wahrheit erkennen und sehen. Hier geht es gar nicht mal um den Menschen selbst, sondern ich kritisiere nur die Schrift. Und ich zitiere aus den Schriften. Mehr mache ich gar nicht. Das ist nicht mal eine Hetze. Das hat nichts mit Hetze zu tun. Wenn ich mir das anschaue, dass mit Trinkschalen und Krügen und Becher aus einem Quell, unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Was für Knaben? Was haben junge Knaben dort verloren? Ach, die bedienen dich mit Alkohol und sie werden dadurch nie benommen sein. Ich kann sie dir, ich drehe meine Kamera um, Jenny, dann zeige ich es dir. Mhm. Ist das gesund? Das ist doch nicht gesund. Was für Alkohol und was für, die werden niemals dadurch benommen sein. Boah, Mann, dass man an 72 Jungfrauen denkt, sorry, Alter, also da hört der Spaß irgendwo auf, Mann, das ist schon heftig. Ich drehe mal meine Kamera um, Jenny, und ich zeig dir das einfach mal, okay? Schauen uns mal die Geschichte hier mal zusammen an, okay? Und am Ende sagst du mir, ja, Bruder Azad. Hast du das auch schon gehört? In Afghanistan werden Jungs in Frauenkleider gesteckt und vergewaltigt. Also, das heißt Bachaburi. Bachabasi, ja. Ich hab das mitbekommen, ja. Das sind ja die jungen Knaben. Wahnsinn. Jenny, weißt du, was das... Ja? Ja, Schwester, du kannst reden. Also im Islam werden die Frauen wie Dreck behandelt, ehrlich gesagt. Das wissen wir alle, mhm. Das wissen die auch. Guck mal, Jenny. Weißt du, wie viele Drohungen ich schon bekommen habe? Ich habe sehr viele Drohungen bekommen. Und weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Nicht das Schlimmste, aber das Ding ist, ich zeige ja noch gleichzeitig mein Gesicht. Ich verstecke mich ja nicht. Und ich werde mich niemals verstecken. Ja? Die Wahrheit tut einfach nur weh. Und dann versucht man, einen mundtot zu machen. Aber man kann nicht jemanden das Mund verbieten, der innerlich ein Löwenherz hat. Mich kann man nicht mundtot machen. Warum? Ich besitze ein Herz eines Löwen. Und deswegen zeige ich mich auch. Und deswegen rede ich ganz normal drüber. Manchmal mache ich mich drüber lustig. Ist dann eben halt so. Weil es wirklich gewisse Verse gibt, die sind halt lustig. Und da lacht man einfach. Ja. Aber ich besitze ein Herz eines Löwen. Es ist einfach so. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich hatte hier auch schon ISIS-Anhänger gehabt, die hier drinnen waren und mir zuschauen. Sollen sie gucken. Sollen sie gucken. Das soll richtig tief ins Herz reingehen. Denn ich verstecke mich nicht.
Ich brauche mich nicht verstecken. Ich rede darüber und werde weiterhin darüber reden, weil es ist einfach meine Aufgabe. Warum? Der Herr hat gesagt, predige das Evangelium, aber gleichzeitig decke die Dunkelheit auf. Ganz einfach. Wer damit nicht klarkommt, ihr müsst ganz weit nach oben gehen, da wo Flexer Brain ja steht. Und wisst ihr, was ihr machen müsst? Ihr müsst einfach nur sperren. Ihr seht meinen Stream nie wieder. Aber eure Drohungen, ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, eure Drohungen werden nicht helfen. Umso mehr ihr drohen tut, umso mehr grabe ich tiefer in eure Schriften rein. Genau, so sieht's aus. Mehr Drohungen, noch tiefer in den Islam reingraben. Ganz einfach. Ne? Der Löwe wird sich niemals zurücklehnen. Niemals. Denn ich bin immer hungrig. Immer. Genau. Ja, die kommen ja auch, so auch immer damit, dass die Christen auch beleidigen würden und so, ne? Ja. Ich weiß. Aber erst provozieren die auch die ganze Zeit und machen zum Beispiel auch so Videos von dir und sowas, wo sie sich auch so persönlich über dich lustig machen. Das hat meiner Meinung nach auch nichts mehr mit Religion zu tun. Das ist halt einfach ein persönlicher Angriff einfach auch, ne? Und dann wundern die sich, das dass weißt man dann du, auch... Jenny, wenn ich wirklich ein Hit wäre, ja, wenn ich ein Hit wäre, ja, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. All diese Menschen, ja, die da Videos von mir posten, etc. pp. Und das wirst du mir nicht glauben, ja, aber ich sag das jetzt mal öffentlich vor 300 Leuten. Ich habe von jedem einzelnen von denen die Adresse und das meine ich todernst. Wenn ich so ein gottloser Mensch wäre, würde ich die Adresse einfach hier eiskalt liegen. Von jedem einzelnen von denen. Ich habe von jedem einzelnen von denen die Adresse. Ich habe von jedem einzelnen von denen wirklich die Adresse. Kalima TV, Hamdi Österreich. Oh mein Gott, hör mir bloß auf. Hör mir bloß auf. Und das ich habe von jedem... Und das, obwohl die so einen auf privat die ganze Zeit machen, manche, so wie Reihan zum Beispiel, da zeigt ja gar nicht sein die, Gesicht. Die können sich nicht verstecken. Die können sich nicht verstecken. Ich bin so gut vernetzt, ich weiß, wo die alle wohnen. Alle, jeden einzelnen von denen. Das Ding ist aber, wir brauchen aber hier nicht groß reden. Wir ignorieren sie einfach. Die sind armselig, die haben Angst. Ja, die versuchen, die Christen mundtot zu machen hier in TikTok. Aber hey, wir werden weiterhin das Evangelium predigen. Ich weiß, wo die alle wohnen. Das ist, hey, das war so, Fingerschnips war das, um die Adressen herauszufinden. So, pam, Fingerschnips, ohne Probleme. Aber wir Christen sind nicht so wie die. Wir verhalten uns ganz ruhig, wir machen ganz normal unsere Arbeit. Das war's. Nico, ich habe deine Nachricht gesehen, aber die Adressen, das lassen wir erstmal für später, Nico. Wenn es hart auf hart kommt, Nico, dann jetzt noch nicht, Nico. Ich habe deine Nachricht gelesen, Nico. Jetzt nicht. Also nur wenn es hart auf hart kommt, Nico. Jetzt noch gar nicht. Jetzt ist noch heile Welt, jetzt ist noch alles schön und gut. Alles gut. Ich küsse doch eure Herzen, meine Brüder. Wirklich, ich küsse eure Herzen und die Herzen eurer Mütter. Ich meine das ernst. Ja? Aber, was ich nur sagen will, ja, wir sind nicht so wie Sie, Jenny. Wir drohen nicht und wir brauchen auch nicht drohen. Rabbi, mein Bruderherz, wie geht's dir? Okay. Ja, Rabbi, willst du noch was sagen? Hallo? Oder? Ja, wir hören dich. Shalom, Shalom. Mein Internet. Shalom Aleichem. Ja, Bruder. Alles klar, Gott was geht hier ab? Was ist das Thema? Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Was, ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, Bruder, das Thema ist ganz normal. Wir reden ein bisschen hier über das Evangelium und ja, keine Ahnung. Schwätzen ein bisschen auch hier über den Islam. Und ich sage immer wieder, wen es nicht passt, Leute, geht einfach raus aus dem Stream und dann ist gut. Ne? Ich sag's immer wieder, Leute, ihr müsst euch das nicht geben. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Wem das hier nicht gefällt und er sagt, dass er fühlt sich angegriffen wegen dieser Aufklärungsarbeit, Leute, geht einfach raus aus dem Stream
Und dann geht hier oben. Leute, guck mal. Geht hier oben bei Flexorania und blockiert mich. Ihr seht nie wieder meinen Stream. Nie wieder werdet ihr meinen Stream sehen, Leute. Wo ist das Problem? Genau. Wo ist das Problem, Leute? Ist das so schwer? Ihr müsst nur hochgehen, blockiert mich und ihr seht meinen Stream nie wieder. Ich habe mal eine Frage. Hast du zwei Accounts oder ist das dein einziger Account hier auf TikTok? Ich habe nur zwei Accounts. Oh, Abu Shanks ist da. Ganz kurz, Azad, ist das okay, wenn ich dich kurz runtersetze und den Abu Shanks kurz hochhole? Okay, ich muss weg. Ja, ich hol dich, stell noch mal eine Anfrage, Azad. Ich hol dich dann wieder hoch, ist kein Problem, okay? Okay, wie du willst. Okay, ich hol dich wieder hoch. Stell einfach nur wieder eine Anfrage, Azad, okay? Okay. Mhm. So, holen wir mal Azad. An alle, runter. Die drinnen sind, kommt in die Telegram-Gruppe, schreibt mir privat. Flex ist auch in der Telegram-Gruppe drinnen. Das ist eine christliche Gruppe. Das ist eine christliche Gruppe. Kommt rein. Ja. Ganz kurz, wenn das für euch okay ist, Schwesterherz. Ich setz dich nur ganz kurz runter. Jetzt deinen Namen kenne ich nicht. Jetzt musst du mir deinen Namen sagen. Gut, so ja. So ja. Ich schick dich kurz runter. Da will jemand hoch. Den hole ich kurz hoch. Alles gut, Bruder. Okay. Alles klar, okay. Mal gucken, was er uns sagen möchte. Ich weiß jetzt nicht, was er möchte, aber komm, dann schicke ich ihm mal eine Einladung. Er hat gesagt, ich soll ihn hochholen. Salamu alaikum erstmal, alle Brüder. Ja, servus, mein Lieber, wie geht's dir? Alaikum salam. Kannst auch Grüß Gott sagen, direkt sagen. Wie bitte? Ich hab eine Frage. Was ist deine Aufgabe? Du bist gerade hier drin, du versuchst für uns. Ich bin selber Kurde. Okay. Und redest über kurdische und unsere kurdische Jesiden. Meinst du wie? Du meinst Jesiden. Ja. Genau, ich unterstütze Jesiden. Ja, Mann, du machst das gut. Das ist auch sehr schön, dass du. Genau, mein Herz ist auf der Seite der Jesiden. Genau. Und ich habe auch die Petition hier reingepostet, wegen die Jesiden, weil die werden jetzt abgeschoben. Und das versuchen wir zu verhindern. Wir haben also noch bis morgen Zeit und ich möchte unbedingt, dass alle Brüder und Geschwister das unterschreiben. Ja, auch unsere christlichen Brüder, alle, dass sie alle unterschreiben, dass die Jesiden nicht abgeschoben werden. Genau. Sehr stabil von dir, Bruder. Fall nicht einfach rein, weil im Endeffekt hier kommen 16-, 15-jährige Kinder und die beleidigen dich. Du denkst, das sind stabile Männer oder so, die dich beleidigen. Glaub mir, nein. Das sind einfach, die kleinen Kinder sind das mehr nicht. Deswegen, richtig, ja. Mach weiter, du bist stabil. Und alle meinen Kurden. Kurt Ibo, ja. Bist du Jeside? Nein, ich bin Muslim. Aber du bist Kurde. Aber wenn muss auch sein, ich bin auch Jeside, ist auch kein Problem. Ich mache keinen Unterschied zwischen Gläubern. Aber warte mal, Kurt Ibo, du bist Kurde, oder? Bruder, ich will dir jetzt was erklären. Wir Kurden sind ganz anderer Volk als andere Völker. Wir machen keinen Unterschied. Bei uns, wenn du auf dich sitzt oder was ist, wir ist die Letzte, dass wir über deinen Glauben reden. Bei uns gibt es keinen Glauben. Wir reden nicht. Warum? Weil wir respektieren alle Glauben. Okay. Aber wir lieben unseren Glauben, ist was anderes. Ja? Und wir lassen auch nicht, dass einer unser Glauben klein macht. Egal woher du kommst. Aber wenn ich jetzt gerade mir so in TikTok gucke, die versuchen ganz hin und her zu schießen. Guck mal, wer eine Glaube erniedrigt, klein macht, er hat seinen eigenen Glaube klein gemacht und erniedrigt. Zitat Ende. Mhm. Aber weißt du, was der Herr mir gelehrt hat? Der Herr hat mir gelehrt, über das Evangelium zu sprechen und die Dunkelheit ans Tageslicht zu bringen. So, das heißt also, wenn ich jetzt etwas aus deinem Buch zitiere, greife ich ja nicht dich als Person an, sondern ich spreche über das Buch selbst. Weißt du, was ich meine? Ich will also sagen, was bist du, Landsmann? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Nochmal? Was bist du, Landsmann? Ich komme aus Ghana. Ghana, super. Ich kenne viele. Ghana. Das freut mich. Ich habe eine Frage an dich. Ja, mein Lieber. Du bist Christ, ja? Ich bin Christ. Ich bin ein richtiger Salachrist, ja. Ich küsse dein Herz. Guck mal, zwischen Christ und Moslem, Glaube,
ist eine Haare, ganz kleine Haare ist Unterschied. Aber hier jetzt, in diesen Zeiten, guck mal, ob bei Moslemen ist oder bei Christen ist, dieser Kampf zwischeneinander, wer ist der Bessere, wer ist der Lügner, wer ist der Dings, guck mal, hier sind auch Ex-Muslime, die kommen rein und beleidigen Prophet, guck mal, das ist der Letzte, wer was macht, wallahi, der wird niemals Paradies reinkommen und der wird niemals... Aber warte, Kürt Ibo, ich muss dich kurz korrigieren. Du weißt aber schon, dass das Christentum und der Islam, das sind riesen Unterschiede. Das weißt du schon. Stimmt nicht. Das ist das Größte. Doch, das stimmt. Nein, das sind riesen Unterschiede. Hast du mal den Film von Islam gesehen, wo der Prophet damals, der Prophet Mohammed damals zu seinen Leuten sagt, geht zu den Königen, den Christen. Wohin gehen die? Die gehen zu denen. Wenn du mal richtig erstmal den Film anguckst, dann weißt du zwischen. Aber hier, Menschen, diese Zeit, wenn ich mir angucke, ich kann kotzen. Wallahi, ich kann kotzen. Mhm. Jetzt machst du gerade Kaffeepause. Okay, jetzt bist du wieder da. Die Leute rufen mich an gerade. Ich will nur noch eins sagen, macht keinen Unterschied zwischen Muslimen und Christen. Ist egal, auch andere Glauben, Aleviten oder Jesiden. Das ist einfach eklig. Über die Fame zu machen, ja, hier Geld machen, das ist einfach ekligste, was man machen kann. Macht alles, aber was bitte meinst nicht du denn? Ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus möchtest, Kürnibo. Ich will damit meinen, hört auf, über Glauben zu reden hier drin. Weil Endeffekt, aber warte mal, schadet Menschen. Aber warte mal, Kürnibo. Eine Frage, Kurt Ibo. Warum soll ich aufhören, über den Glaube zu sprechen? Warum dürft ihr über den Glaube sprechen und warum dürfen wir Christen nicht über den Glaube sprechen? Kannst du mich da bitte aufklären? Auf jeden Fall. Wenn das versuche ich gerade zu verstehen. Guck mal, hier gibt es. Ich komme. Wir kommen alle. Hört ihr mich? Ja, Bruder, ich will nur mal eins sagen. Hier drin reinzukommen über Glaube und man versucht hier über Glaube, hier Fame zu machen, das ist das Ekelste. Also das ist einfach Sünde. Absolut. Versteht mich nicht falsch? Glaube hat hier drin nichts zu suchen. Ihr macht eure alle Scheiße, aber kommt nicht hier rein. Kürt. Kürt, hörst du mich? An sich über Glaube zu sprechen ist ja nichts Verwerfliches. Stimmst du mir dazu? Meine Meinung, Wallah, Bruder, komm, ich mache selber TikTok. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ganz kurz. Eine Sekunde nur kurz unterbrechen. So, Kurt Ibo, du hast vorhin etwas gesagt. Du hast gesagt, ich soll aufhören, über den Glaube zu sprechen. Richtig. Aber guck mal, Kurt Ibo, warum dürfen die Muslime über den Glauben sprechen? Nein. Warum darf ich denn nicht als Christ über den Glauben sprechen? Warum willst du mir das verbieten? Warum verbietest du aber nicht zuerst deinen Brüdern so etwas? Ich hab's dir auch gesagt. Ich versuche das jetzt zu verstehen. Bruder, ich sag dir nochmal, ihr seid alle meine Brüder, egal welche Land ihr kommt, egal welche Glaube ihr seid. Ich sag nur eins, bitte hört auf damit. Ob Muslime sind, Christen sind, Jesiden sind, Aleviten sind, Christen sind, ist egal. Versucht nicht hier rein, Menschen zu hetzen gegeneinander. Das ist nicht richtig. Aber es geht ja nicht um Hetzen, Kurt. Es geht doch gar nicht um Hetzen. Da kommt einer, erzählt, Koran ist so, erzählt, Prophet ist so. Ich habe kein Recht über Jesus zu reden. Ich habe kein Recht über Christen, über die Bibel zu reden und dreckig zu machen. Ist das mein Recht? Dann habe ich eine Kugel verdient. Versteht mich nicht falsch. Du machst dich einfach eiskalt vor den Kugel. Ja, im Endeffekt, die Hasser werden dich hassen. Und irgendwann auf der Straße, wo du mit deiner Frau und Kinder bist, die schießen auf dich. Warum? Weil du deine Zunge nicht halten konntest. Ja, aber warte mal, ist es denn verboten, über den Glaube zu sprechen? Guck mal, Glaube nicht so. Wenn du musst dir aussuchen, wer Ahnung von Islam hat, wer Ahnung von... Nein, aber Moment, ist es verboten, über den Glaube zu sprechen und dafür jemanden auf der Straße zu erschießen, nur weil er über den Glaube spricht? Bruder, ich erkläre dir nochmal. Du suchst für deine Zähne Zahnstocher und du machst sie erniedrigst, du kleinst sie. Dann sind doch keine, die haben keine Ahnung von Glauben. Die wissen noch nicht mal, wie man abtet, wie man betet. Ja, aber es wird mich, es wird,
Es wird aber nichts daran ändern, dass ich weiterhin über das Glaube sprechen werde und über das Evangelium sprechen werde. Guck mal, Kurt Ibo, du darfst eine Sache nicht vergessen, Kurt Ibo. Guck mal, ich küsse doch dein Herz, Kurt Ibo. Das ist nicht das Problem. Ich küsse doch dein Herz. Aber guck mal, ich will eine Sache sagen. Ja. Wir leben hier erstens in Deutschland. Ja. Wir können in TikTok über das sprechen, was wir wollen. Die dritte Sache ist, keiner kann in irgendeinen anderen Stream gehen und sagen, hey, warum redest du denn über diese Sache? Die vierte Sache ist, wer bist du, dass du andere, warte Kurt Ibo, wer bist du, dass du andere warnst, über was sie sprechen sollen und was nicht? Die fünfte Sache ist, wenn es einem hier in Deutschland nicht gefällt, dass wir hier über gewisse Dinge sprechen, dann frage ich mich eigentlich so, was machen denn diese Leute dann hier in Deutschland, wenn es dann für sie zu hart ist? Die können doch einfach nur diesen One-Way-Ticket buchen und wieder zurückgehen. Wo ist das Problem? Das ist immer noch Deutschland. Das ist deutscher Boden. Wir können hier einen Stream starten. Guck mal, Kurt Ibo, du darfst das nicht falsch verstehen. Wir können hier in Deutschland einen Stream starten und über alles sprechen, was wir wollen. Das ist unsere Wahl. Wir dürfen das. Weil du kannst ja nicht hier in meinen Stream reinkommen. Bruder, guck mal, bitte, Kurt Ibo, du könntest doch... Guck mal, warte, Kurt Ibo. Eine Sache, Kurt Ibo. Ganz kurz, Kurt Ibo. Guck mal, du könntest ja auch eine ganz einfache Methode, was du machen könntest. Du könntest einfach hier hochgehen, guck mal, da auf meinen Namen, Flex. Und du könntest mich blockieren. Warte. Hör auf damit. Das passt hier nicht. Du kannst gleich reden. Versprochen. Ja. Du kannst gleich reden, Kurt. Guck mal, wenn du siehst, okay, dieser Stream gefällt dir gar nicht. Guck mal, weißt du, was du machen kannst, Kurt? Du gehst hier oben da, wo Flexer Brainia steht und dann drückst du auf Sperren. Du siehst nie wieder meinen Stream und die Sache ist gegessen. Bruder, aber ich lasse mir das nicht gefallen, wenn du meine Glaube, meine Prophet, mein Dings klein machst. Dann komme ich zu dir und dann klären wir das. Verstehst du? Hör auf, anderen Leuten ihre Glauben zu reden. Das passt, das geht nicht. Keiner kann ja, aber mal, warum, weil warum du jetzt soll ich denn jetzt ruhig sein, weil ich jetzt darüber spreche? Warte mal. Weil du jetzt gerade in Europa bist, du denkst, du kannst ja alles erlauben. Ja. Das gibt, sowas gibt es nicht. Keiner... Aber warte mal. Ja. Ich will ja nur, aber warte mal, seit wann wird uns hier von normalen Bürgern das Mund verboten, ja, über was wir sprechen dürfen und was nicht, Kurt Ibo? Du drohst mir gerade. Warte mal, Kurt Ibo, ich versuche das jetzt mal zu analysieren, Kurt Ibo. Drohst du gerade den Schwarzen? Drohst du mir gerade? Jetzt. Sag einfach ja. Jetzt bist du einfach Linke von jetzt. Guck mal, siehst du, du machst jetzt gerade... Nein, ich will nur wissen, drohst du mir gerade? Drohst du den Flex gerade? Der ist ein richtiger, hinterhältiger Hund, ist das. Er versucht... Nein, ich frag dich doch ganz normal. Drohst du mir gerade? Aber warum beleidigst du jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum beleidigst du jetzt? Ich verstehe den jetzt nicht. Warum beleidigst du jetzt als Hund? Das verstehe ich jetzt nicht, hä? Hä, aber ich verstehe das jetzt nicht. Wieso beleidigt er mich jetzt? Ich verstehe das jetzt nicht. Hört man mich? Ja, hört man. Also, es kann doch nicht wahr sein, dass man hier respektlos ist. Ich bitte euch, bleibt in der Liebe, Flex. Aber ich versuche ja den Kurt Ibo zu verstehen, Ich versuche das zu verstehen. Kurt, lass mal Kehr machen. Bitte entspann dich, Kurt. Ich bitte dich. Nein, guck mal, hör mal zu, bitte. Wir wollen hier doch keinen Streit. Kurt, bist du für Frieden hier? Bist du für Kehr hier? Kurt, bist du viel hier? Kurt, warte mal, Leute, seid mal kurz ruhig, ich will ihn mal, jetzt ist er rausgegangen. Ja, okay, gut, jetzt weiß ich Bescheid, alles klar, gut zu wissen. Lassen wir mal den Elian Nathan hoch, Bruder. Er hat vergessen, dass hier in Deutschland eine Meinungsfreiheit herrscht. Ja, egal, aber ich weiß jetzt Bescheid. Bruder, steck dir deine Drohne. Warte mal, alle kurz auf stumm, wir lassen mal den Elian Nathan mal kurz gehen. Genau, schau mal, mein Lieber, guck mal, Kurt Ibo, oder wie du auch heißt, hör auf, Leute zu drohen, du bist ja niemand, okay? Wenn du ein Problem hast, wir können uns treffen, und was für ein persönliches Problem hast du gegen ihn? Erwähnt doch nur deine Sachen, woran du glaubst. Und wenn es dir nicht passt, Jalla, dann geh, spiel hier nicht den Boss, okay? Mach das nicht. Du drohst hier jeden hier, da und da. Wer bist du denn, mein Lieber? Wer bist du denn? Keiner macht Kher. Ich bin ja kein TikToker oder sonst was, der einfach nur bla bla macht. Wenn du was willst, dann trifft man sich an einem Tisch und dann sag uns das im Gesicht. Verstehst du? Aber droh ihn noch nicht hier. Ja, ich werde das machen.
Yalla, jemand, der im Internet so viel bellt, den kannst du gar nicht ernst nehmen. Verstehst du? Und dass unser Glaube verbietet uns hier auf Gangster zu tun. Der ist hat. Wir sprechen über Gott, wenn es dir nicht passt. Ja, wenn er die Quellen zeigt und es passt dir nicht, dann lass ihn doch in Ruhe. Wir haben Meinungsfreiheit. Aber wenn du denkst, dass du meinst, wir haben Angst oder sonst was, guck mal, ich stehe hinter Flex. Wenn du willst, wir treffen uns auch heute und dann sag uns das doch im Gesicht. Ganz keiner einfach. Hat Angst. Keiner ganz hat einfach. Angst vor Arafat, keiner hat Angst vor El Sein. Keine Hand Angst, Habibi. Niemand hat Angst. Da, wo ihr eine Familie habt, haben wir auch unsere Familie. Aber droht du nicht einfach Leute. Wofür? Wir reden über Glauben. Wenn es dir nicht passt, dann lass es doch sein. Fertig. Das war's. Verstehst du? Wir haben Familie, du hast Familie. Du hast Hände, wir haben auch Hände. Aber wofür? Am Ende kommt die Polizei. Für was? Du hast Familie, ich habe Familie. Sollen unsere Kinder ohne uns aufwachsen? Das ist doch dumm. Bleib doch sachlich, rede doch vernünftig mit ihm. Wenn du keine Ahnung hast über Islam, tamam, dann habe ich keine Ahnung. Wenn es nicht passt, dann lass es doch sein. Aber hör auf, ihn Leute zu drohen und sonst was. Guck mal, das geht eine Ermahnung, weil ich habe Sachen gehört, die, wo Flex bedroht wird. Ja, der Großfamilie will den finden, wer findet. Schaut mal, mein Lieber, wenn ihr was wollt, ruft an, ruft Flex an, wir treffen uns. Ganz einfach. Ja, und wir reden nicht so viel übers Internet. Weder bin ich für Gewalt oder sonst was. Aber hört auf, Leute zu drohen. Eines Tages trifft er einen Falschen, dann ist vorbei. Hört auf, mit richtig. Scheiße. Richtig. Die denken nicht, Bruder, die denken nicht mal an ihre Kinder. Wir haben Kinder. Ja, und glaub mir, keiner von uns lässt sich was gefallen. Richtig. Für am Ende, für was? Ja. Für TikTok, Bruder, für Fame, weil man denkt, boah, der ist voll hart, der ist voll Gangster, der ist das. Leute, hört auf damit. Lasst es sein, redet über Glauben. Das Traurige an der ganzen Geschichte, die versuchen uns Christen ja mundtot zu machen. Aber ich sag's jetzt mal offiziell, wie es ist. Wenn es ein Problem ist, so wie Elia Nathan es schon sagt, unser Bruder, hey, dann können wir ein Treffen vereinbaren, ja. Aber ich kann für gar nichts garantieren, bin ich ganz offen und ehrlich, wie es ist. Es ist einfach so, weil sobald ich mein Auto bewege, kann ich für nichts mehr garantieren. Nein, Bruder, guck mal, lass uns frieren. Guck mal, Bruder, jetzt sag sowas nicht. Es geht ja, aber darum, Bruder, die drohen uns Christen. Die drohen uns Christen. Die versuchen uns mundtot zu machen. Bruder, alles gut. Nicht im Internet sowas sagen. Guck mal, ich stehe hinter Flex, okay? Und ich sag euch das nochmal. Egal, wenn ihr vor seiner Haustür steht oder sonst was, ich stehe hinter ihm und ihr werdet euch dann selber verbrennen. Vertraut mir. Und deswegen sage ich doch, lass es sein, lass diese Bedrohung sein, sprecht doch vernünftig. Wir sind hier nicht im TikTok wie dieser Barella. Aber du hast ja gemerkt, Das Ding ist ja, Bruderherz, ich war ja respektvoll. Er ist ja hochgekommen, ich habe ihn kein einziges Mal beleidigt. Ich habe gesagt, okay, hey, dann lass uns doch drüber reden. Dann habe ich ihm ganz normal gesagt, so, hey, wir haben doch eine Meinungsfreiheit hier. Wir können doch über alles sprechen, was wir wollen. Und der sagt mir aber, hey, rede nicht drüber, du darfst nicht. Hä, wie jetzt? Aber wer bist du denn? Egal, was du sagst. Soll er seine Showboxer machen, Habibi? Du bist ein Niemand, lass es sein, man spielt dich hier nicht auf, du Clown. Ganz ehrlich, bei aller Liebe, guck mal, wir sind Christen, ich bin Christ, Flex ist Christ. Aber denkst du, unsere Familie schlafen, die sind keine Christen. Verstehst du? Die glauben nicht, meine Familie glaubt nicht an Jesus. Und die ticken anders. Und deswegen sage ich doch bei aller Liebe, hört auf damit. Ja? Und wenn er dir sagt, ja, du darfst nicht darüber den Bruder, guck mal, ja. Flex, sag ihm einfach, alles Gute, nimm den gar nicht hoch, Bruder. Ich würde solche Leute nicht hochkommen. Da wird man nur fleischlich. Einfach auf X drücken. Tschüss, weg. Einfach kein Aufmerksamkeit schenken, Bruder. Verstehst du? Aber nicht diese Bedrohung, Bruder. Nicht im Internet. Der eine will nur Fame. Der eine denkt, der ist hart. Der eine ist Rambo. Wenn du in Haft bist, keiner von euren TikTok-Follower juckt dich am Ende. Dann gehst du vielleicht 2 Jahre, 3, 4 Jahre rein und am Ende wirst du das bereuen. Einfach aufhören. Nehmt solche Leute gar nicht hoch, weder diesen Arafat, weder irgendwelche arabische Familie, gar nicht mit solchen Leuten reden, Bruder. Es bringt nichts. Genau, ganz genau.
Ja, einfach nichts mehr über mit solchen Leuten reden, Bruder. Jetzt, wie gesagt, wenn was ist, Bruder Flex, ruf mich einfach an und gut ist. Ich muss leider offline gehen. Bruder, Gott segnet euch, ja? Gott segne dich auch, mein Lieber. Gott segne Bruder. Ciao. Bruder, ja, Leute. Ja, und das wie gesagt, wir bleiben weiterhin in der genau. Liebe, aber uns den Mund zu verbieten, also ich finde das schon ein bisschen traurig, ne? Ich war ja sehr respektvoll zu ihm, er kam hoch, ich habe ihn kein einziges Mal beleidigt. Du hast gar nichts gemacht, Bruder, bei dir alles war noch. Ich habe ihn sogar hochgenommen, weil er gesagt hat, hey, hol mich hoch und fertig ist, ne? Es kann doch nicht sein, dass Menschen hier hochkommen und anfangen, Stress zu suchen. Wir sind doch im Respekt. Ja, Bruder, ich bin nicht der Stress sucht, aber wie es aussieht, die wollen Stress. Die wollen Stress. Ja, wirklich, ehrlich. Also die nehmen das so sehr persönlich, ne? Ist nicht normal. Ja. Aber das Ding ist, guck mal, weißt du, was ich an der ganzen Geschichte eh nicht verstehe? Was denn? Leute, ich küsse doch eure Herzen, Mann. Unsere jesidischen Brüder und Geschwister, ich küsse eure Herzen. Wisst ihr, was ich an der ganzen Geschichte eh nicht verstehe? Ihr könnt doch einfach, wenn ihr diesen Stream seht und ihr merkt, okay, das gefällt euch nicht, das ist euch zu viel. Ich sag immer wieder, geht hoch und sperrt mich einfach. Einfach aufsperren, die sehen meinen Stream nie wieder. Das können die nicht. Aber dass so Leute hier reinkommen und versuchen, uns das Mund zu verbieten, über was wir sprechen. Und dann droht er auch noch, dieser Kürt-Ivo, und sagt, ja, aber du musst aufpassen, wenn du mit deiner Frau und Kind so... Du drohst mir also. Ja, aber Bruder, das sagt er immer, das hat er schon tausendmal gemacht. Wie wär's aber, wenn ich jetzt da hochfahre und die bedrohen würde? Dann bin ich mal gespannt, wie er guckt. Dann würde er sagen so, hey, was soll das für eine Scheiße? Ich habe Frau, Familie, Kind. Ja, wie wär's, wenn wir das machen? Das ist auch nicht schön. Und dann kommt der und droht. Und dann sage ich, hey, drohst du mir gerade? Und dann sagt er, ah, du bist ein falscher Fuffi. Hä? Also er droht mir? Also bei Familie hört der Spaß komplett auf. Und er hat meine Familie erwähnt. Ja, Bruder, hört der Spaß komplett auf bei mir. Kanntest du ihn vorher schon, Bruder? Bruder, ich kenne ihn nicht. Und ich sehe ihn schon des Öfteren immer wieder mal streamen, aber der Kerl hat mich nie interessiert. Ja, weil der droht der ganzen TikTok-Welt. Also der ist noch nie irgendwo großartig hingefahren. Das ist eh alles Quatsch. Also, aber der. Ja, aber ganz ehrlich, dann zu sagen so, ja, aber wenn du mit deiner Familie, mit deinem Kind da draußen bist, ja, pass auf und so. Aha. Ja gut, jetzt weiß ich aber Bescheid. Ich bin nächste Woche übrigens in Berlin. Das ist auch kein Problem, ne? Ich bin nächste Woche in Berlin. Gerne. Ich schreck vor gar nichts zurück. Das ist aber sein Content, ehrlich. Bruder. Thron ist sein Content. Also der macht da mit Geld, sag ich mal. Also das macht ja, aber trotzdem, Mann, du kannst doch nicht hier Familien drohen, Mann. Nein, natürlich ist das nicht okay. Dass du hier Familien drohst, Mann. Da kommt er hoch, ja, aber pass auf, deine Frau und Kind so. Alter, was ist das für eine Ansage? Vor allem, anstatt dass er nur die Person anspricht und vielleicht sagt so, hey, okay, mit was hast du da ein Problem? Sag mir doch mal, der geht gleich auf die Family. Ja, peinlicher geht's nicht. Peinlicher geht's gar nicht, Alter. Der geht gleich auf die Familie. Gleich auf die Familie geht er. Alter. Ey, Mann, das gibt mir schon wieder so... Oder entspann dich. Bruder, das geht nicht, Mann. Bei Family hört Spaß auf, Mann. Ich weiß. Und du musst dich entspannen. Anders geht das nicht. Lass nicht, guck mal, du bist jetzt im Stream. Lass nicht die Emotionen freien Lauf nach dem Stream. Ja, ich bin schon entspannt. Alles gut. Aber du bist im Hack, Bruder. Du bist im Hack. Shalom, Bruder. Nur Gottes Segen. Komm, Bruder, jetzt. Ich sag dir, wie es ist, wenn Menschen dich beleidigen oder dich verfluchen oder wie auch immer. Man muss für diese solche Menschen beten. Das darfst du nicht vergessen. So sieht's aus. Das darfst du nicht vergessen. Wir dürfen nicht so wie die sein, so fleischig reagieren. Mhm. Verstehst du? Wahnsinn.
Man kann Flex nachvollziehen, der Bruder ist jetzt etwas, ich würde mal sagen, abgefuckt, vollkommen nachvollziehbar. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, guck mal, wir haben so einen schönen Stream gehabt, okay, wir haben ein bisschen aufgeklärt, dann kommt so einer hoch und bedroht hier meine Familie, Alter. Das geht absolut nicht. Ja, geh mal in Content und mach mal dein Maul so auf. Du bist am nächsten Tag, hast du gleich das Ding im Mund. Geh mal irgendwo bei den O-Blocks und rede mal so. Also die Leute können echt froh sein, dass die überhaupt hier in Deutschland leben, ey. Ganz ehrlich. Das sind so Sachen, die fucken einen so ab, Mann, ey. Wirklich, also. Boah, Alter. Kommt der mit der Familie, ey. Schlimmer geht's gar nicht, Mann. Rede doch ganz normal, sei doch einfach sachlich und lass uns ganz normal eine Unterhaltung führen, aber komm doch nicht mit der Familie, Mann. Flex, der Typ macht das schon seit immer, auch schon bei Barello hat er auch so gemacht. Ach, der ist so. Man kennt ihn doch. Ja, das wollte Bruder, ich ihm ja erklären, dass er immer so ist. Bruder, guck mal, wenn man aber einen gesunden Menschenverstand hat, dann müssen wir ehrlich zueinander sein. Da gehst du nicht auf die Familie los, Bruder. Absolut. Wenn du ein Problem hast, dann sprichst du nur die Person an, aber gehst nicht auf die Familie. Das sollte man niemals machen. Das sollte man auch nicht machen. Weil, ich muss ganz ehrlich sein, ab Familie, da hört der Spaß auf. Ich werde jetzt nicht mehr viel reden. Ich sag jetzt erstmal gar nichts. Ich beruhige mich jetzt erstmal. Genau, beruhig dich. Und ich weiß schon, was Sache ist jetzt. Ist egal. Oh, ich sag jetzt nichts mehr. Genieß deine innere Ruhe. Das Problem der Menschen ist, dass die Menschen immer anfangen zu drohen. Was hat hier eine Familie oder sonst irgendwas zu tun? Das ist einfach reine Theologie. Niemand beleidigt irgendjemanden. Habt ihr keinen Anstand und Respekt? Ihr Gottlosen. Hört auf, euch Gottesfürchtige zu nennen, wenn ihr gottlos seid. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Jedes Mal das Gleiche mit ihnen. Immer bedrohen, immer Familie, immer das, komm her und dies. Und ey. Die Frage ist jetzt, ne, wenn er mit Familie ankommt, warum kommt er nicht alleine? Bruder, ich sag dir ganz knallhart, wie es ist. Alleine, ich pack den Kerl, ich steck den in der Mülltonne Stopp. Nein, das geht nicht, Mann. Du kannst nicht auf Familie gehen. Bruder, da hört der Spaß auf, Mann. Bruder, gehen alle Emotionen bei mir raus. Ich weiß, das geht nicht. Ich kann dich vollkommen verstehen, ehrlich. Abu Shanks, stopp. Gott soll ihn segnen. Kurt Ibo soll recht geleitet werden. Gott soll ihn segnen, okay? Lass das Thema beenden. Weil die Leute, Flex, die ergötzen sich an deine Fitna gerade. Deswegen. Vergiss das nicht. Und die Menschen. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Es tut mir leid. Das ist die Kontrolle, das ist die Ruhe. Aber. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich entschuldige mich jetzt einfach nochmal. Und egal. Ey, ganz ehrlich, der ist es eh nicht wert. Reden wir über was anderes, Leute. Genau. Der ist es nicht wert. Genau. Jesus Christus ist Gott. Genau. Jesus Christus ist Gott und wird alle richten. Jesus Christus Gott. Er wird alle richten. Der Tag des jüngsten Gerichts kommt an. Und ihr werdet alle knien fallen. Und er wird euch alle richten. Er wird euch alle richten. Lasst uns über schöne Dinge sprechen. Lasst uns unsere esidischen Brüder und Geschwister supporten. Wie gesagt, vergessen wir diesen Kürzel. Denken wir gar nicht mal dran, dass er überhaupt jetzt hier drinne war. Vergessen wir den Kerl, der ist eh voll uninteressant. Lasst uns bitte unsere esidischen Brüder und Geschwister bitte unterstützen, Leute, weil morgen, da kommt der Bruder hoch. Ich lass mal kurz den Bruder kurz hoch und dann können wir weitermachen. Ganz kurz. So, jetzt. Hallo, Bro. Mein Bruder. Nee, Bruder, wie geht's dir? Alles gut, ich bin gerade hier in der Innenstadt, Bruder. Ich bin mit meinen Kindern. Ich hab kurz ein bisschen was bei dir mitgekriegt. Ich will nur eine Sache sagen. Die Menschen, die gegen deine Hautfarbe sind, die sich lustig über eine Hautfarbe machen, diese Menschen, die glauben nicht an Gott,
die glauben an das Böse und die sind von dem Bösen besessen, Bruder. Lass dich nicht von der Reserve locken, die versuchen dich hier, dass du hier gesperrt wirst, ne? Mach dein Ding, zieh dein Ding durch, lass dich nicht auf jeden Fall von der Reserve locken. Die sind vom Bösen besessen auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke, dass du mir wieder hier eine Stimme gegeben hast. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Und ich bin auch wieder raus und ich like so lange hier, bis ich in der Hinterstadt bin, bis ich zu Hause bin, Bruder. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Danke, Bruder Herz. Danke, Bruder Herz. Danke, danke. Wirklich. Ich küsse auch dein Herz, Bruder. Ne? Ja, Leute, genau. Ich verlasse zum Thema. Lex, ich schreibe dir privat. Ja. Ich schreibe dir privat. Ich wünsche euch allen ein Gottes Segen. Ich schreibe dir privat, Bruder. Gottes Segen, auf jeden Bruder. Fall. Okay, Bruder. Genau. Genau, bleiben wir in der Liebe, Leute. Vergessen wir das. Wir tun jetzt einfach so, als hätten wir dieses Thema nie gehabt mit diesem Kerl da. Genau. Du musst mehr über die Bibel reden. Das ist viel, viel besser, vertrau mir. Ja, tue ich tatsächlich auch zurzeit. Aber gleichzeitig tue ich ja auch entlarven, ne? Boah. Nochmal was? Nix, alles gut. Jemand hat gerade was geschrieben. Da steht Abu Shanks, Kurt Ibo wurde gesperrt. Wenn er so wirklich wurde dann gesperrt? Ja, zum Millionsten Mal. Egal, so gut, so dass er. Wegen was wurde er aber gesperrt? Weil er dich schon beleidigt hat als H-Wort. Echt jetzt? Ja, hä? Hast du nicht gehört? Hat er das H-Wort zu mir gesagt? Ihr habt doch alle gehört, Geschwister, oder? Ich hab das nicht gehört, ehrlich gesagt. Also ich und Abu Asach, wir haben es gehört. Okay, krass. Also der hat mich als HS genannt, oder wie? Nein, als Hund. Nicht als HS. Ach so. Als Hund. TikTok sportlich. Aha. Alles klar. Okay. Gut, ich sollte erstmal mich beruhigen. Ich sollte jetzt Hund lieber nichts sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau so richtig stimmt an alle jetzt, die da drin sind. Ich habe nur Hund gehört. Ich weiß nicht, ob der jetzt den Flex meint, aber ich glaube eher nicht, aber ich mach. Egal, lassen wir es mit dem sein, Bruder. Ja, ehrlich. Egal. Lass mal das, weil das Ding ist, umso mehr ich seinen Namen höre, umso mehr kocht es in mir, weißt du, deswegen. Ja, deswegen. Ist besser, wenn wir nicht mehr über den reden. Ignorier einfach. Das ist gut. Ehrlich, also. Weißt du, dann nehme ich den hoch, will sachlich. Egal, ich will seinen Namen bloß nicht nochmal hören. Ey, boah, ich krieg schon richtige. Ich krieg schon richtig so. Ich krieg Wutanfälle in mir. Ich muss mich echt beherrschen. Soll ich dir was sagen, Flex? Ja. Guck mal, Abu Khanjad und Abu Asach, die waren immer miteinander live. Und da kam immer Muslim hoch. Und weißt du, was die immer zu denen gesagt haben? Ja. Ich nehme deine Punkt hoch. Ich nehme deine Mom hoch. Ich nehme deinen Punkt hoch und vieles mehr. Und Abu Khan sagt immer, möge Gott dich segnen. Möge der Herr dich segnen und dir viel Liebe schenken. Das war's. Das klang gerade wie mein persönliches Postfach hier. So. So musst du reagieren. So musst du reagieren. Im Geistlich, nicht im Fleischlich, mein Lieber. So musst du reagieren. Denn so hat Jesus uns beigebracht. Das musst du verstehen. Du hast 100% recht, Bruder. Denn die Muslime wollen auch sehen, dass die Christen auch beleidigen. Dann machen die ein Video, dann schreiben die, ja, guck mal, die Christen, boah, die beleidigen auch, guck mal, die haben doch keine Nächstenliebe. Und vieles mehr. Ja, egal. Vergessen wir das, weil ich sehe schon, ich kriege sehr viele Nachrichten, wo mir die Brüder schon schreiben. Egal, vergessen wir den Kerl. Der ist total unwichtig. Ich weiß gar nicht mal überhaupt, warum ich den überhaupt hochgenommen habe. Warte mal. Warte mal. Ibrahim, Abu Naji, Christ, ich meine nicht die beiden, Abu Khanjad und Abu Asach, wo die beleidigt haben. Nein, ich rede von den Muslimen, die beiden beleidigt haben. Das meine ich. Ja. Ja, alles gut, Leute. Vergesst mir das einfach. Und bitte nicht vergessen, Leute, einmal die Petition für unsere esidischen Brüder und Geschwister. Flexi. Ja, Bruder. Soll ich dir einen schönen Hadith zeigen? Oh, jetzt kommt's. Ich bin gespannt. Guck mal, warte. Du kannst Englisch, aber ich kann kein... Leider Gottes kann kein Englisch, aber egal. Ich weiß nicht, ob viele den Hadith überhaupt kennen. Moment, ich suche gerade mein Tablet, dann erwähne ich diesen Hadith nochmal.
Ich weiß nicht, aber ich nenn mal in den unbekannten Hadith. Aber du kannst von mir aus lesen. Warte. So. Der liegt zu wo er angeblich widerlegt, hat er gar nichts widerlegt. Da steht ja nichts mit 100 Frauen oder so. Der Kerl ist auch Gehirn... Na egal, ich sag's jetzt. Aber ja, ich kenne das Video schon. Ja, das ist... damit ist die... Vor allem, er hat das rausgeschnitten, wie ich gesagt habe, damit ist die Gemeinde gemeint. Das hat er rausgeschmissen. Rausgeschnitten, sorry. So. Hört man mich? Ja, wir hallo, hören dich. Hört man mich? So. Wir hören dich. Schreib mal. Ja, gut. Schreib mal Sahih al-Bukhari 3477. Warte. Sahih. Ah ja, den kenn ich. Du kennst den Vers? Bukhari. Ja, ich hab ganz was schief gemacht. Alles Sahih, gut, der Sahih al-Bukhari und weiter? 3477. Der soll mal lesen, damit viele Christen diesen Hadith auch mal kennen, weil viele kennen diesen Hadith nicht. Okay. Ich hoffe, man hört mich. Also ich hoffe, ich hänge nicht oder so. Ja, man hört dich, Bruder. Okay, super. A group of Jews came and invited the messenger of Allah to cough. So he visited... Oh, mein Internet spackt hier gerade. Kannst du auch deine Kamera umbringen, kannst du den vorlesen. Werde ich gleich machen. Ja, warte. As if I saw the prophet talking about one of the prophets whose nation had beaten him, caused him to bleed. I was cleaning the blood off his face and saying, oh Allah, forgive my nation. So, jetzt sag mal ehrlich, sei ehrlich. Du lachst jetzt gerade, ne? Aber was hast du jetzt gerade in diesem Hadith verstanden? Sei ehrlich. Warte. Übersetz mal. Wir lesen es zusammen. Wartet, Leute. Das ist schon witziger Hadith, ey. Nein, das müssen wir mal gemeinsam. Ist nicht witzig. Es ist sogar interessant, dieser Hadith. Lies mal vor, also auf Deutsch jetzt. Ja, warte. Ich mach das jetzt kurz. Warte. Jetzt. Also Sahih al-Bukhari 3477. Ja. As if I saw the Prophet Muhammad talking about one of the prophets whose nation had beaten him. Also da gab es ein anderer Prophet, der verschlagen worden ist, richtig? Genau, so. Jetzt alle zuhören und lies weiter, Flex. Him and caused him to bleed, okay, bis er geblutet hat. Genau. While he was cleaning the blood, und dann hat er das Blut aus seinem Gesicht geputzt. Of his face and saying, oh Allah, forgive my nation, for they have no knowledge. So, oh. Was heißt das auf Deutsch? Oh Gott, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So, jetzt lese ich in Matthäus, Kapitel 13, Vers 15. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So, jetzt lesen wir Johannes, Kapitel 18, Vers 19 bis 23. Der hohe Priester nun befragte Jesus über seinen Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zur Welt geredet, ich habe stets in den Synagogen im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und besprach, antwortest du so und dem hohen Priester? Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet? So beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber nicht geredet? Was schlägst du mich? So, dann lesen wir in Lukas. Aber was heißt Lukas? Du kennst ja Jesaja 53, Vers 7 bis 10. Hast du schon mal gelesen? Oder? Ja. Dann lese ich in Jesaja 53, Vers 7 bis 10. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, was verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Tragsal ohne Gericht wurde er weggenommen. Weil wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man bestimmte sein
Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihm zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand liegen. Jetzt lesen wir Lukas 23, Vers 34, da wo steht, oh Allah, forgive my Naturation, ich kann kein Englisch, Bruder. Denn alles gut, Bruder, alles gut, Bruder. Denn Jesus aber sprach in Lukas 23, Vers 34, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Lot darüber. Und weißt du, wo Jesus es gesagt hat? Ab da, wo er schon gekreuzigt worden ist. Da hat er es gesagt. Wow, krass. Ja, aber hier steht ja... Wieso hast du diese Hadith ausgelacht, als du das gelesen hast? Also da steht doch gar nichts Witziges drin. Oh Allah, forgive my nation, for they have no knowledge. Oh Herr, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alter, voll krass, das steht sogar hier in den Hadith. Hey, warum hast du dann gelacht darüber? Also, ich war nur gelacht wegen was anderem, alles gut. Alles gut. Ja, Abbas, was können wir denn für dich tun? Er hat was anderes gelacht. Ja, ja. Ich habe in dem Moment eigentlich was anderes verstanden. Ich habe erst am Anfang verstanden, der Prophet wurde zusammengeschlagen und er hat sich, deswegen habe ich gelacht, weil das war für mich so ein sinnloser dann Hadith. Aber jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, zum zweiten Mal, habe ich es jetzt verstanden. Aber Abbas, was können wir denn genau tun? Erst lesen, dann reden. Muss ich dir merken. Abbas, erstens, ich habe gerade im selben selber offen zugegeben, dass ich genau den Anfang erstmal anders verstanden habe. Deswegen habe ich gelacht und habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen. Jetzt habe ich es verstanden. Was können wir denn für dich tun, Abbas? Ich wollte dir erstmal Feedback geben. Was für ein Feedback? Also ich gucke ja deine Lives ab und zu. Also jeder trägt sich eigentlich live. Ja, genau, richtig. Ja, und ich wollte mal sagen, anhand deines Livestreams merkt man eigentlich, dass du ein verlogener Hurensohn bist. Okay, und du bist ein Hund, wo es nur noch geht. Guck mal, erstmal du bist, du bist ein bellender Hund. Und ich sag dir mal eine Sache. Wenn ich dich in den Händen kriege, ich spalte dich in zwei. Du kleiner, dreckiger Hund. Du. Mit deinen schwulen Ohrring. Widerlicher Hund, ich spalte dich in zwei. Du kleiner Bastard, du. Flex, Flex. Ruhig, ruhig, ehrlich, solche Menschen, ehrlich. Leute, wir müssen für Flex ehrlich beten. Wir müssen für ihn beten, ehrlich, damit er viel Liebe hat und sein Geist auch stark sein muss. Ehrlich. Leute, wir müssen für ihn beten. Da seht ihr wirklich, dass solche Menschen den Teufel in sich haben. Aber alles gut. Hört ihr mich? Wir hören dich, mein Lieber. Flex. Ja, also wie gesagt, heute ist echt schon hart, muss ich ganz ehrlich sein. Aber das sind so Menschen, so wie der gerade reingekommen ist. Leute, es tut mir mega leid, wenn ich gerade ein bisschen fleischig bin. Aber ganz ehrlich, so jemanden würde ich echt in zwei spalten. Wirklich direkt. Wenn sie vor mir stehen, oh, Leute, es tut mir so leid. Wirklich. Aber du darfst dich nicht... Heute bin ich echt etwas fleischig. Zu fleischig sogar, das muss ich sogar selber zugeben. Oh, Leute. Ich muss meine Kraft unter Kontrolle haben. Also, weil langsam verliere ich die Kontrolle. Ich merke das auch wirklich. Also, ich verliere diese Kontrolle gerade. Und ich habe eigentlich immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist immer das, was ich sage. Aber ich merke einfach, ich verliere die Kontrolle gerade. Ne? Also, ich hoffe, dass... Oh, Mann. Ich verliere die Kontrolle gerade. Ich muss mich beruhigen. Leute, einer muss mich beruhigen, weil ich... Oh, Flex, Flex, guck mal, weißt du was? Wir lesen jetzt Bibel, komm. Ich beruhige dich jetzt mit Bibelversen. Okay? So, wir gehen jetzt zu dieser Bibel-App. Du musst dich beherrschen, ehrlich, aber alles gut. Wir sind auch noch Sünder. Das ist ein bisschen schwer bei uns, aber das kriegen wir hin. Ehrlich. Psalm 23 schreibt einer. Hallo Flex. Hallo. Ich hoffe, dir geht es gut.
Ich entwickle gerade eine ganz, ganz andere Aura gerade für so solche Menschen gerade. Es wird immer schlimmer gerade bei mir. Das ist nicht gut. Darf ich dir was sagen? Ja. Ich wollte dir nur sagen, weißt du, solche Leute, die dich beleidigen immer, also egal, was sie sagen, sei es über deine Hautfarbe, sei es Beleidigung, was Bibel angeht und so weiter. Du sollst, also ich sag dir das nur, ich bin niemand, ich bin nicht besser als du. Ich sage dir nur, stell dir vor, wie würde Jesus reagieren, wenn solche Leute zu ihm sowas sagen würden. Stell dir nur das vor und denk auch, dass wir besser sind, weil wir haben die richtigen, also den richtigen Glauben. Weißt du, was ich meine? Deswegen, und letzte Sache auch, das sind Leute von Internet. Du musst dir denken, du musst dir selber sagen, diese Leute, wenn sie vor dir wären, würden sie niemals sowas sagen. Die sagen das nur. Können die auch nicht. Können die auch nicht. Ja, deswegen. Deswegen sollst du dir, ich schwör's dir, wenn ich du wäre, ich würde einfach lachen und wegmachen und sagen, ja, Gottes Segen trotzdem, weil wir sind Kinder Gottes und tschüss. Amen. Gott segne dich, Schwester. Ja. Also, hast du auch wieder recht, Sugar Melon. Danke für deine Worte. Flex, guck mal, ich habe was für dich. Wenn die jetzt kommt's, Abu Shanks. Jetzt Abu Shanks. Was kommt ja, jetzt? Habibi, guck mal. Johannes 14, Vers 27. Warte, ganz kurz, aber Sugar Melon, ich küsse dein Herz, Schwester. Ich küsse auch dein Herz, Bruder. Du hast einfach nur ein paar Worte gesagt und du hast mir gerade eben dieses diese Wut aus mir rausgenommen. Aber es wird sich nichts daran ändern, dass ich anders über diese Menschen denke, aber ich finde das gerade echt gut. Du hast mir wirklich das Ganze, du hast mir das einfach kurz rausgenommen. Das finde ich echt gut. Du musst, weißt du, wie du denken musst? Du musst dir einfach denken, dass diese Leute dir leid tun, weil es gibt manche Muslime, auch wenn sie Muslime sind, sie suchen die Wahrheit. Also sie sind wirklich ehrlich in deren Herzen. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie Muslime sind, weil deren Eltern haben denen das beigebracht, dass man Allah anbeten soll und so weiter. Aber es sind echt gute Menschen, es sind keine schlechten Menschen. Aber trotzdem musst du wissen, die haben einen nicht den richtigen Glauben. Sie glauben nicht an Jesus Christus und somit auch beleidigen sie Jesus, also direkt, weil sie einfach sagen, ja, Jesus nicht Gott, er wurde gekreuzigt. Also diese Liebe, was Jesus uns gegeben hat, die wollen wir nicht akzeptieren. Aber es gibt diese, wo dich auch beleidigen, die sind schlechte Menschen. Und du musst dir in deinem Kopf denken, ja, wie leid mir diese Leute tun einfach. Gottes Segen, ich hoffe, du findest den richtigen Weg. Und tschüss. Ich blockiere dich, weil du bist respektlos, aber trotzdem Gottes Segen, weil ich bin Kind Gottes und ich bin Jesus. Also wir versuchen auf jeden Fall, wie Jesus zu sein. Wir versuchen es. Amen. Ja. Gottes reichen Segen, ehrlich. Und diese ja, Leute, danke schön. Wollen, danke schön, Sugar Melon. Ich küsse deine Füße, wirklich. Danke. Weißt du, wenn sie dich so sehen, wie du gerade reagierst, sie machen einfach Party. Die denken sich, oha, ich wollte ganz genau, dass er so reagiert. Aber genau das musst du ihnen nicht geben. Wenn du, weißt du, du beleidigst sie, aber sie wollen das halt. Wenn du im Gegenteil nicht beleidigst, erstens zeigst du diesen, wieso wir besser sind als sie, und zweitens werden sie sich immer, also mehr ärgern, weil du ruhig bleibst, weil du nicht beleidigst. Weißt du, hast du auch wieder recht. Ey, aber ich bin so lange still geblieben, aber heute, ich kann mich irgendwie nicht mehr zurückhalten. Das ist der Wahnsinn. Also ich hoffe, das ist... Ja, keine Ahnung, Leute. Flex. Aber ihr wisst schon, ich habe mich so lange zurückgehalten, aber heute irgendwie... Ich verstehe. Das ist voll krass. Also ich bin immer ruhig und alles, aber... Das ist der Wahnsinn. Heute konnte ich mich gar nicht zurückhalten. Null. Normalerweise schmeiße ich die Leute immer gleich raus und scheiß drauf und denke mir so, ja, egal. Aber heute kann ich mich irgendwie gar nicht mehr zurückhalten. Letzte Worte, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich bin niemand. Nicht, dass du denkst, ich sag dir das, weil ich besser bin. Ich bin wie du. Ich beleidige manchmal auch Muslime. Ich denke mir, hä, wie dumm die sind und so weiter. Mhm. Aber nur letzte Sage, sage ich dir noch, dann machst du, was du willst. Wenn ich du wäre, ich würde heute Abend einfach auf meine Knie gehen und beten und Jesus versprechen, dass ich nicht mehr beleidigen werde. Es heißt nicht, du wirst nie mehr beleidigen. Auf jeden Fall, wenn du diese Versprechung machst, wirst du weniger und weniger beleidigen. Und ja, ja. Diese Kraft geben. Auf jeden Fall, Sugar, wirklich vielen, vielen Dank für deine Worte. Wirklich, das ist zuckersüß von dir. Und ich liebe deine Lives. Mach weiter so, ja?
Danke. Dankeschön. We love Flex. Flex, Bruder. Flex, AW. Guck mal, Flex. Ich hab was für dich. Ja. Guck mal. Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Aber meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und versage nicht. Amen. 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 Wirklich sehr, sehr schöne Worte. Sehr, sehr schöne Worte. Bruder Erd. Ja. Bin ich dein Bruder oder nicht? Natürlich bist du mein Bro. Okay. Du weißt, wir haben privat geredet. Ich habe dir von mir noch private Sachen erzählt. Ich kenne diese Leute, ich kenne diese Menschen. Ich habe dir gesagt, was abgeht. Ich kann gerade zu 1000% fühlen, was du fühlst, zu 1000%, weil ich da durchgegangen bin, als ich konvertiert bin. Und diese Bedrohungen und dieser ganze Quatsch, das hat mich gelähmt. Das können die Leute hier nicht verstehen. Das hat mich gelähmt. Mir hat kein Wort Gottes in diesem Moment geholfen oder irgendwie mich stoppen können. Weil diese Welle so massiv war, ich war wie gelähmt halt. Und ja. Lass dich nicht auf diese Welle ein. Ich hab dir gesagt, als dein Bruder, mach dein Content, lad bitte, ich sag's dir nochmal vor allen Leuten, bitte lad diese Leute nicht hoch, bitte. Und bitte an den Moderatoren, es ist Flex sein Ding hier, ich will das nicht übernehmen, aber bitte block diese Leute direkt, weil es macht keinen Sinn, bitte. Es macht einfach keinen Sinn. Machen wir immer, Bruder. Sofort blocken diese Leute und ich will noch sagen, ja, ich hab's dir auch gesagt, ich find's einfach schade, wie weit Deutschland ist mit diesen ganzen Sachen. Es wird sich hier in Deutschland noch einiges ändern. Da sollten sich die Leute warm anziehen. Dieses Deutschland, was wir jetzt noch kennen, wird noch ein Ticken schlimmer werden. Und jeder sollte sich selbst ein bisschen vorbereiten und so weiter und so fort. Beten ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Eines der wichtigsten und stärksten Waffen. Ja. Fasten auch. Ja, aber nachdem die Wangen hingehalten sind, muss man halt selber schauen oder gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das TikTok-mäßig durchgeht. Auf jeden Fall, ja, Flex, ich bin bei dir, Bruder. Ja, Bruder. Lass dich nicht darauf ein, block das. Das hat mir am meisten geholfen. Und dann, als ich diese ganzen Menschen geblockt habe und das die nicht mehr gehört, gesehen habe, dann konnte ich erst mich wieder Gottes Wort widmen und hab's wieder verstanden und das hat mich beruhigt. Aber es bringt dir nichts und es wird dich nicht beruhigen, wenn du noch mehr von denen hochholst und auf gut mit denen versuchst zu diskutieren und so weiter und das, so fort. Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Guck mal, die kommen hoch, ich bleibe respektvoll. Und von nichts fangen die an zu beleidigen. Hast du das gemerkt? Bruder, ich weiß es doch. Und das ist das, was ich zu dir sage. Es bringt nichts. Lass es einfach. Mach deinen Content, wie du es machst. Ganz normal, respektvoll, dies, das. Einfach sachlich auch das Ganze angehen. Und ich finde auch, wir sollten auf keinen Fall so beleidigen, sowas. Meinungsfreiheit hört halt so auf, wo diese Charlie Hebdo, diese ganze Karikaturen und so gemalt hat, weil die haben auch von Jesus gemacht, finde ich, da hört das Ganze halt auf. Aber es ist sachlich, es steht drin, wie es drin steht. Du klärst auf, du beleidigst niemanden, also ich habe es bis jetzt noch nicht gehört. Du wirst es auch bei mir nie sehen, dass ich meinen Stream irgendwie jemanden hochhole und den gleich beleidige. Das gibt's bei mir gar nicht. Ne? Ich kläre ganz normal auf. Und ich glaube, guck mal, wisst ihr, was ich an der ganzen Geschichte sehr, sehr seltsam finde? Ja, das muss ich nochmal erwähnen. Was wirklich mega seltsam ist. Und ich bin ja, egal was ich mache, ich bleibe immer sachlich. Die sagen ja immer, jetzt mal an die ganze Runde, an 300 Leuten, die sagen doch immer, der Islam wird siegen. Also wenn der Islam siegen wird eigentlich, dann lehnst du dich doch zurück und entspannst dich doch. Und denkst du so, ist doch egal, was die Christen sagen. Ja,
wir werden sowieso siegen. Aber ist euch mal aufgefallen, sobald wir trotzdem hier in TikTok missionieren und darüber reden, dann sind sie ganz aggressiv und greifen uns an und wollen uns mundtot machen. Warum denn? Das ist aber sehr seltsam. Da frage ich mich eigentlich, was ist denn los? Drohung, Gewalt. Hörst du mich? Ja, Drohung und Gewalt, das ist leider halt, du weißt, hatten wir schon, ne? Ja. Aber, ey, Bruder, bitte, halt dich da mit denen raus, lass sie einfach. Meine Empfehlung als dein Bruder, du musst selber wissen, du bist alt genug. Bitte, lass das einfach, es bringt gar nichts, Flex. Mach dein Content, Bruder, und lass das Ganze. Es wird für dich auch gesünder sein, seelisch. Ja. Glaub es mir. Glaub es mir. Deswegen, ich will auch nicht groß reden. Bild-Zeitung hat diese ganzen Clans und diese ganzen Dinger groß gemacht. Das Problem ist, sie denken, die sind auch Übermenschen. Das ist das andere Problem. Ja, ja, ich sag dazu nichts mehr, Mann. Okay, Bruder, ich bin da, gell? Deswegen unterstütze ich diese esidische Flagge für immer. Bruder Herz, bleib locker. Ich kann sogar ein jesidisches Lied anmachen. Kuss auf eure Herz. Okay, jetzt gehen wir nochmal eine Stufe höher. Frag dich, Bruder Herz, ich küsse dein Herz. Ich gehe raus. Ich hoffe, wir telefonieren die Tage, oder? Ja, ja. Ciao, Bruder. Gottes Segen. Okay. Gottes Segen, dir, Bruder. Gottes Segen. So. So, da, Abu Shanks. Flex, ich habe noch eine Frage. Hast du auch das Video gesehen, wo haben die dich mit einem Bild da verprügelt hat? Ja, Bruder, ich habe ein Video, ich spiele es ab, wenn du willst. Ich zeig's dir. Wahnsinn. Wahnsinn, ehrlich, Wahnsinn. Ich zeige euch mal das Video, Leute. So kenne ich ihn gar nicht. Ja, Bruder, normal. Wenn der Satan ist immer sauer, wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Das ist doch Standard. Wahnsinn. Normal, das ist, der Satan kommt von selbst raus, ne? Da muss man nicht mal viel machen. So, ich drehe mal hier meine Kamera. Moment. Pass auf. Was? Nix, nur pass auf. Aber alles gut, Bruder, jetzt, ich hab vor gar nichts Angst, alles gut, hier, Leute. So kenne ich ihn gar nicht. Ich bin ehrlich, so kenne ich ihn gar nicht. Das ist das erste Mal, dass er sowas macht, ehrlich. Handy. Ja. Das Problem ist, Bruder Herz. Einer, der ganz normal seine Aufklärung macht, sein Ding durchzieht und er versucht ja natürlich mich in seinem Stream reinzukriegen und ich gehe in seinem Stream nicht rein, weil ich einfach die Interesse nicht habe. Geh auch nicht da rein, ihr sagt jetzt schon mal, geh auch nicht da rein, die werden dich nicht aussprechen lassen. Wenn du einmal da reingehst, kommen 8, 5 Leute hoch und dann bist du ganz alleine. Glaub mir, geh nicht hoch. Ehrlich. Ich weiß. Verschwende deine Zeit nicht. Auch wenn du es denen sogar erklärst, ne? Die ganzen, ja, warum steht das so in der Bibel? Du erklärst es denen, die wollen nicht mal zuhören, mein Lieber. Die wollen nur jemanden blamieren, das war's. Ja, das können die nicht. Und deswegen regen die sich auch so auf, ne? Na, deswegen regen die sich auch so auf. Sollen sie das machen, das ist doch okay. Ja, Bruder Herz. Ja, Bruder, ich wollte auch darüber etwas sagen, dass zuerst mal der Kurde hat mich aufgeregt, weil der Kurde sagt, wir reden nicht drüber, über Religionen. Und wie haben sie dann die 73 Völkermorde an Jesidi gemacht, ohne dass sie geredet haben und schlecht geredet haben? Wie könnten sie denn so sich mobilisieren? Die 73 Völkermorde an Jesidi waren alle von dieser Gruppe. Das sind 74. Die 74 ist vom ISIS, aber die 73 waren vom Kurden selber, wie der Mann. Ja. Das sind nicht vom irgendwo, die waren vom Kurden selber. Und diese, der letzte, wurde auch vom Kurden selber ihre Waffen genommen. Wir geben euch bessere Waffen und gerade in dieser Zeit wurden die Jesidi angegriffen. Das wollte ich zu dem sagen. Und zu der anderen... Aber ist euch mal aufgefallen, in der Zeit, wo das ja mit den Jesiden ja passiert ist, seitdem, du hörst gar nichts mehr davon.
Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, wenn keiner darüber sprechen möchte, dann mache ich das. Deswegen mache ich das. Unter diese ISIS, wo ich jetzt nicht sage, dass die YPG diese bekämpft hat, das ist auf andere Seite. YPG ist etwas anderes. YPG ist eine fortschrittliche, eine also mehr atheistische Dings und ein bisschen erleuchtende, oder? Ist nicht so rückständig wie der Islam. Und sie haben das bekämpft. Also sie bekämpfen auch diese Islamisten. Sie haben auch in Türkei viel bekämpft. Diese Hezbollah und so, die waren harte Feinde. Und YPG hat Jesidi geholfen. Das sind auch Kurden. Also muss man beides sagen, oder? Aber diese Kurde, wo der Rian angerufen hat, ist nicht von dem YPG, sondern von der Rückständigen, die wo so immer die Kehle schneiden, so sagt, oder? Das sind von denen. Darum muss man einen Unterschied machen. Und der andere, wo dich beleidigt hat, einfach so, wenn er dich beleidigt, nimmst du diese gute Hadith da, die Knaben. Die Knaben. Gar nichts nicht mit Zunge beleidigen mit Hund. Einfach sagst du, was wolltet ihr mit diesen Knaben machen? Wolltet ihr deren blasen oder was? Was wolltet ihr mit TikTok den Knaben? Sportlich, TikTok sportlich. TikTok sportlich. TikTok sportlich. Was wollten sie mit den Knaben? Was wollte Mohammed mit den Knaben? Das ist der größte Schlag auf deinem Gesicht. Und das ist in ihrer Schrift. Da bist du gar nichts beteiligt. Das ist ihre Schrift. Die Junge Knaben, wie man sagt, oder? Diese sagen wir lang, weißt du, die junge Knaben, die Huri sind okay, aber die junge Knaben, was sind das? Sie verabscheuen der Homosexualität, aber dort wollen sie homosexuell werden. Wahnsinn. Ja, und dann hast ich meine Bibelstelle lesen? Geschlagen. Gar nichts verrückt werde, gar nichts, die Zunge muss nicht zündigen, weißt du? Einfach, das ist ihre Schrift, da muss man gar nicht, also ich kann nicht dafür, das ist eure Schrift, oder? Ja. Und fertig. Und der andere, aber ich glaube, ist TikTok sportlich. TikTok sportlich. Ich glaube, ich weiß aber, woran das liegt, dass die sich so aufregen. Weil das Ding ist ja, viele kriegen ja das mit, über was wir hier sprechen. Und ich glaube, das können die nicht leiden, dass wir Christen die Wahrheit sprechen. Und deswegen sind sie so aggressiv und versuchen ja einen Mundtot zu machen. Ich glaube, daran liegt es. Wir haben noch viele Sekten, wo sie sexual die Menschen, das gibt es auch eine große Journalistin in Türkei, wo das alles aufdeckt, dass es gibt Shahwatiya Tarikat, es gibt der Baba, also wie Hunde Tarikat. Du musst das im Internet geben, in YouTube. Hau, Tarikat und kommen Erwachsene, so Großväter, hauen wie Hunde. Musst du diese, das sind alles die islamische, zeig mal diese auch, diese wie sie ballen, wie die hau. Wahnsinn. Ja. Es gibt unter denen so viele Sachen, das ist nicht normale Moslem da, wo sie jetzt in der Moschee beten, das sind jetzt doch sie haben, aber in Islam gibt es viele Scheiße. TikTok. Wahnsinn. Gibt's das in YouTube? Hau, Tarikat, hau. Shahwatiya heißt gierig auf Sex, oder? Gibt's das auch? Die gibt's Gruppen, wo das machen. Homosexuell, alles. TikTok sportlich. Gibt's Leute, wo TikTok gehen zum Sheikh? Gibt's Leute, gehen zum ihre Sheikh, das ist ein Moslem. Er tut ihre Frau, Mutter, Mann, alle vergewaltigen. TikTok Wahnsinn, sportlich. Wahnsinn. Und das kommen sie und sagen, das finden sie gut. Sagst du, der Kurdo soll er mal das anschauen, der Kurdo. Wahnsinn. Nehmen Sie die Scheiße an, okay. Der Kurdo, wie heißt der Kurdo? Ganz kurz, Johannes. Ja. Bella, was können wir denn für dich tun? Hallo, Bruder, ich bin Ferman. Wer bist du? Ferman, wir hatten schon mal miteinander gesprochen. Ich war in deinem Live. Ferman, jetzt, okay. Ich habe gerade dieses Hamdi gesehen, der gegen dein Bild boxt. Er will die Wahrheit wegboxen, habe ich mir gesagt. Ja, das ist halt der Islam. Ne? Der Islam ist immer so, will die Wahrheit wegboxen, aber er sieht nicht, dass es viele wach geworden sind und den Islam kennen und die Wahrheit kennen. Ja, absolut.
Absolut, absolut. Ist so. Ist so. Ich hatte letztes mit einem, ich wollte ihn, haben die live, aber er hat mich zweimal rausgeschmissen, weil er kennt mich jetzt. Er hat sehr viel Angst vor mir, er blockiert mich jetzt mal. du, ich habe ihn gefragt, ihr sagt immer, Aisha war 6, er sagte, Aisha war 6. Hier, die sah aber damals aus wie 19, da habe ich mich totgelacht. Ich habe gesagt, wie kann man 6 sein und wie 19 aussehen? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, ja Christo, Sexy. Christo, was können wir denn für dich tun? Sexy, hi, gesegnet Bruder, sagst du. Danke. Ich wollte dir eigentlich nur ein bisschen Schmerz wegnehmen und dir einen Tipp geben, wie du das besser verkraften kannst. Wenn dir einer solche Sachen an den Kopf wirft, dann lass doch einfach die Schriftregie passieren an der Stelle, wo wir lesen, wie er gelitten hat, wie er bespuckt wurde, wie er getreten wurde, wie er geschlagen wurde. Und er hat seinen Mund nicht aufgetan und ist wie ein Lamm zum Schlachtopfer geworden. Also das würde dir eigentlich so ein bisschen die Kraft geben, über solche Sachen lachen zu können in dem Fall. Weil der ohne Sündlos war, hat viel, viel mehr Schmähungen ertragen müssen, als das die paar Beleidigungen, die wir tagtäglich an den Kopf geworfen kriegen. Ich werde ja auch beleidigt. Von daher, also nur so als Tipp für dich. Ich habe mich jetzt auch inzwischen beruhigt, bin ich auch ganz ehrlich. Ich werde so solche Clowns auch nie wieder hochlassen. Ja, und so solche Feiglinge werde ich sowieso schon 10-fach mal nicht mehr hochlassen. Mich hat das nur vorhin aufgeregt, ja, erstens, also wenn man da anfängt, da irgendwas zu sagen und dann irgendwann mal noch auf die Familie zu gehen, das ist schon sehr, sehr traurig in meinen Augen. Ja, also, absolut, absolut. Weil da hört, bei Familie hört der Spaß auf und ich glaube, ja, keine Ahnung. Problem, Brüder, die Moslems, die lieben ihre Familie nicht, deswegen beleidigen andere Familien, weil die opfern ihre Mutter sogar für Mohammed, einen Propheten, den sie niemals gesehen haben, den sie nicht wissen, wie er aussieht, was er war, und die opfern ihre eigene Mutter für Mohammed. Das ist nicht normal, das ist krankhaft, ist das. Wie kannst du einen Propheten nicht sehen, gar nicht kennenlernen und sagen, der Prophet war so und ist so und so? Man weiß nicht, was das war. War das ein Mensch? War das ein Tier? Man weiß es nicht. Ja. Wir haben hier irgendein Buch von 1100 Geschichten geschrieben. Ja. Ich möchte noch für Flex noch eine Bibelstelle lesen. Für sein Herz. Gerne, gerne, Bruder. Für seinen Geist. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Amen. Amen. Ich hab's gelesen. Flex, denkt bitte an unsere christlichen und jesidischen Brüder. Ja, ich denk dran, keine Sorge. Ich bin jetzt auch etwas entspannt, Leute. Macht euch keine Sorgen. Ich bin jetzt nicht mehr so fleischig. Ne? Ich bin jetzt ganz entspannt. Ja. Aber weißt du, soll ich dir was sagen, Flex? Was ich auch richtig gemerkt habe bei den muslimischen Livestreams. Beispielsweise diesen Onkel Dauer. Du, ich gucke mir deren Streams gar nicht mehr. Ja, aber weißt du, was der da alles so, weißt du, was der für ein Bild hat? Der nimmt dich als einen Kopf und tut irgendwelche Kuchen da rein. Und das ist sehr, sehr rassistisch, bin ich dir ehrlich. Bruder, und deswegen nehme ich die auch nicht ernst. Ich kann solche Menschen nicht ernst nehmen. Ne? Ich lasse das auch gar nicht an mich heran. Warum? Weil ich mache meinen Content hier. Ja, und man darf ja eine Sache nicht vergessen. Ich habe das ja immer wieder erwähnt. Wenn ich mein Ding hier mache, dann mache ich mein Ding hier und gut ist. Wenn mir jetzt ein Stream nicht gefällt, dann gehe ich da gar nicht mehr rein und fertig. Das war's. Das Ding ist, weißt du, warum die dich nicht blockieren? Weil es kommen auch Beispiel Muslime rein, die sie auch kennen, Beispiel der Tauhid oder irgendeiner jetzt zum Beispiel, der Onkel Dau oder Hamdi oder ach, was weiß ich wer, sei es Abu Naji oder irgendetwas. Ja. Dann wollen die unbedingt sehen, ob da so Action ist, ob da so richtig krass Action gibt. Weißt du, ich meine, das wollen die sehen, Bruder.
Ja, aber was wollen die für ein Action von mir? Ich meine, ich ignoriere sie ja, die interessieren mich ja nicht. Du bist bei denen beliebt, das merkt man sofort. Wahnsinn. Du bist der neue Harut, kann man sagen schon. Der Bruder Harut, der war auch auf TikTok, der leider hat er aufgehört. Der hat aufgehört, weil er Drohungen bekommen hat. Ja, traurig. Ja, nicht nur das, er hat auch keinen Bock mehr gehabt. Ja, überleg mal, die haben es geschafft, Harut aus dem Verkehr zu ziehen, indem sie Harut gedroht haben. Überleg mal, ey, wie krank. Das siehst du die schon. Drohen dem Bruder, nur dass der Bruder nicht mehr das Evangelium predigt und ja aus der Plattform verschwindet. Ja? Das ist traurig. An alle, die jetzt drinnen sind, ich habe mit ihm geschrieben, ihm geht's gut. Nur mal so. Ihm geht's gut. Das ist schön zu hören. Wahnsinn. Aber das siehst du, was für Teufel die in sich haben, Bruder. Wie könnt ihr einen friedlichen Menschen, der ganz normal das Evangelium predigt und gleichzeitig und dasselbe versuchen die mit mir. Aber ich habe ein Herz eines Löwen. Ich habe ein Herz eines Löwen und deswegen werde ich weiterhin meine Arbeit machen. Ich werde weiterhin über das Evangelium sprechen. Ich mache halt einen Mix. Ja, ich mache Evangelium und gleichzeitig entlarve ich auch gleichzeitig. Gar keine Frage. Ich habe bei dir so krass gemerkt, du bist wirklich der neue Harut, bin ich dir ehrlich. Ich habe das bei dir so krass gemerkt. Wirklich. Mhm. Du ähnelst so krass an ihm. Weil der hat auch immer so Hadithe gezeigt und auf einmal du sagst auch Hadithe. Ja, normal, Bruder. Man muss ja die Wahrheit sprechen. Ganz genau. Amen. Deswegen bleib immer stark im Glaube. Lass dich nicht verführen von irgendwelchen Gummibärchenbanden, bin ich dir ehrlich. Das wird bei mir nicht funktionieren. Also, du kannst einen Löwen nicht mundtot machen. Hast du jemals gesehen, dass ein Löwe mundtot gemacht, dass jemand einen Löwen in der Wildnis mundtot machen kann? Niemals! Nein! Niemals. Kannst du diesen einen Griechen hochholen? Der hat so einen griechischen Namen. Der schreibt, darf ich hoch? Ja, na klar, ich lass ihn gleich hoch. Warte, ich hab den jetzt gerade so geschrieben. So ein griechischer Name. Christus möge mit uns sein. Gottes Segen. So, jetzt lass mal kurz den Bruder von mir hoch. Steven lasse ich hoch und dann lasse ich meinen Bruder. Oh, scheiße. Jenny, bist du noch da? Ganz kurz, dann nehme ich mal. Jenny, wenn du willst, stell noch mal eine Anfrage. Ich lasse kurz einen Bruder hoch. Ich hoffe, du hast die Gesichter dieser Menschen jetzt erkannt. Hallo. Kleinen Moment, Steve. Ich wollte nur noch kurz was sagen. Ich war ja gestern bei dem Hamdin im Live, ne? Ja. Und, da habe ich ihm eine Frage gestellt, und zwar ist er letztes Jahr mein Vater verstorben und der war Christ. Und dann habe ich gefragt, ob ich als Muslima für ihn beten kann. Und dann hat er gesagt, nee, kann ich nicht. Und das war auch schon ziemlich heftig, dass man noch nicht mal für den eigenen Vater beten darf als Muslima, für seine Seele und so. Na, das fand ich schon, das hat mich echt schockiert. Ja, weißt du auch warum? Weißt du auch warum? Weil dein Vater, weil dein Papa hat nicht den Islam angenommen und somit ist er als, laut bei den Muslimen, als Kafir gestorben, als Ungläubiger. Und deswegen war er nicht mehr beten. Deswegen. Ja, das ist TikTok sportlich. Jenny, ja. Ich würde dann später dich hochnehmen. Ich nehme kurz einen Bruder von mir hoch. Ist das okay? Ich gehe jetzt auch runter. Ja, okay, ich wünsche euch allen gottesreichen Segen. Gottesreichen Segen. Gottes Segen. Ja, okay. Ja. Gut, klar. So, Steven, du kannst reden. Steven wollte was sagen. So, wie geht's dir, Flex? Mir geht's gut, Bruder. Und dir? Mir geht's auch gut, dankeschön. Einen Moment. Ja. Ganz gut. Flex, wie geht's euch alle zusammen? Ja, uns geht's gut. Ich wurde nur ein bisschen bedroht jetzt vorhin. Und deine ganze Zuschauer und jeder, der hier friedlich drin ist und vernünftig wie ein normaler Mensch schreibt und so. Und ich sehe, du hast die jesidische Flagge hinter dir im Hintergrund. Bruder. Also viele Leute haben deine Seite geteilt, also mir geschickt und ich bin so zufällig reingekommen. Ja, Bruder. Du wirst bestimmt immer so Hate bekommen und so, weil es gibt viele Neider und es gibt viele, die uns sehr, sehr schlecht reden, weißt du? Ja, natürlich.
Aber Bruder Steven, du musst dir keine Sorgen machen, weil ich stehe hinter deiner Flagge. Deswegen mach dir keine Sorgen, Bruder. Netz, ich grüße dein Netz, habe ich schon ein bisschen mitbekommen. Ich habe ein bisschen zugehört. Und ja. Ich sag nur so, Menschen, die uns Jesiden schlecht reden und uns, ich sag mal so, als Teufelanbieter und dies und das reden, weißt du? Diese Leute, die sind mit ihren Lieben nicht zufrieden. Die sind mit ihren Religion nicht zufrieden. Die sind mit ihren Lieben, die haben in ihren Lieben nichts erreicht und die wollen anderen Religionen schlecht. Weil ich sehe sehr viel auf TikTok, die sagen Jesiden hier, Jesiden da. Verstehst du? Ja. Die Leute sind mit ihren eigenen Religion nicht zufrieden. Wenn du mit deiner eigenen Religion nicht zufrieden bist, dann bist du auch mit anderen Religionen nicht zufrieden. Unsere Religion ist keine Religion. Hä? Der Islam ist ein Sekte. Ich will jetzt hier keine Religion schlecht reden. Ich bin mit, es gibt auch gut. Die Religion ist schlecht, Bruder. Islam ist schlecht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich habe keine Erfahrung von islamischer Religion. Und ich das Einzige, was ich Erfahrung habe, dass meine Religion, ich bin Jeside, ich bin ein stolzer Jeside. Und der Rest der Religionen, ich respektiere jede Religion. Aber jeder so lieben, wie er lieben will, das ist nicht meine Sache. Ich liebe meine Religion, ich liebe Jesidentum. Und ich sag nur so, jeder, der uns Jesiden schlecht redet und sagt, Teufelanbieter, dies und das, die sollen sich ein bisschen informieren. Felix, die sollen sich ein bisschen informieren. Das Wort, das, was sie sagen, an das, was wir glauben, dieses Wort dürfen wir gar nicht erwähnen. Das ist für uns komplett verboten. Verstehst du? Ja, bei uns gibt's kein Böse. Böse kommt von Menschen. Das Böse kommt von Menschen. Ja. Weißt du, warum das verboten ist? Weil wir Gott lieben. Deswegen ist das verboten. Weil er, genau. Gott kann keine Kraft neben sich erdulden und macht doch keine Kraft neben sich. Genau, deswegen mögen wir dieses Wort nicht. Genau, Bruder, genau. Deswegen, ich sag nur so, das ist gut, was du machst, finde ich korrekt. Dass du, und so siehst, Felix, das finde ich korrekt von dir auf jeden Fall. Korrekt. Flex. Nicht Felix. Leute, wenn dich bedrohen und alle sagen immer Felix. Leute, wenn dich bedrohen und dies und das, aber mach dir keinen Kopf, ja. Steven, ja, kennst du mich, Bruder Steven? Was? Kennst du mich nicht? Bella. Bella. Ich bin Fährmann. Fährmann? Ja. Aber wer redet denn da? Wie heißt der denn? Ich sehe hier. Ich Bella. Bella, das Problem ist, das Böse kommt von den Menschen, die andere Menschen als Ungläubige bezeichnen. Das Böse kommt von den Menschen, die anderen Menschen, deren Hautfarbe beurteilen. Das Böse kommt von den Menschen, die anderen Religionen nicht akzeptieren. Das Böse kommt von den Menschen, die sich besser tun als einen anderen Menschen, weil die eine andere Religion glauben. Das Böse kommt von diesen Menschen, bitte. Das ist das Problem. Genau, das ist der Islam. Das kann man nicht so hier sagen, dass das der Islam ist. Ich habe Verwandte, Muslime, wir sind seit 100 Jahren miteinander befreundet. Die schämen sich für solche Muslime, die hier reinkommen und nur Hass predigen. Und das sind IS-Sympathisanten. Das sind IS-Sympathisanten, die sowas machen. Und die. Bruder, jeder Muslim, der Koran in seiner Hand gehabt hat, ist eine IS. Jeder Muslim, der Koran in seiner Hand und der das liest und der das nachgeht, der nach dem Koran geht, ist ein IS. Weil aus diesem Koran gibt es nun mal diese Kriege, gibt es nun mal diese Sachen. Bruder, ich kenne mich nicht damit aus. Ich weiß nur, ich habe viele muslimische Brüder, die schämen sich für Muslime, die andere beleidigen, die schämen sich für den IS, dass der IS den Islam in Dreck gezogen hat. Ich will gar nicht, wie ich als Eside, ich darf nicht über andere Religionen sprechen, deswegen halte ich mich da raus. Und mein Bruder hier, er wird hier beleidigt. Lass mal jetzt Religion zur Seite. Er wird beleidigt für seine Hautfarbe. Das ist noch schlimmer, Bruder. Das ist noch schlimmer, als über eine Religion zu urteilen. Ja, das tun die, weil er zu Jesiden halt. Deswegen machen die das. Diese Moslems sind halt so. Aber ich will mal kurz was sagen. Also man kann sagen... Die Menschen, die hier, mein Bruder, weil er uns hier eine Stimme gibt, weil er Frieden in seinem Herzen hat, diese Menschen, die hier reinkommen, das sind IS-Sympathisanten. Dann soll hier... Ein,
die Brüder, ich kann hier auch meine muslimischen Brüder anrufen, die werden hier reinkommen, die werden auch den Bruder hier liken. Wir dürfen nicht alles pauschalisieren, wir dürfen nicht alle über den gleichen Kamm ziehen, aber es geht mir auch darum, erzähl Bruder, erzähl. Ich bin zum Beispiel einer. Hi erstmal Flex, wie geht's dir? Hey, Oma, wie geht's dir? Ja, ganz gut, Mann. Ich weiß ja, komm ab und zu mal bei dir rein. Und ich muss nur kurz erstmal hier bei, ich glaube, Bella hat eben gesprochen über den Islam. Also bitte nicht verallgemeinern, das solltest du nicht machen, weil ich bin auch, wie gesagt, Moslem und ich habe keine Probleme mit Flex. Ich unterhalte mich wundervoll mit ihm und das kannst du nicht für alle Muslime so sprechen. Das macht man nicht. Macht man. Ich habe nicht gesagt alle Muslime, ich habe gesagt die Muslime, die den Koran echt wahrnehmen, die den voll auf dem Koran gehen. Ja, gut, aber es gibt auch super Menschen darunter, die das auch vollständig gelesen haben und die nicht der Gewalt sich anschließen. Was sagst du dazu? Genau, weil aus diesem Koran kommt leider Gottes Gewalt und die gehen nicht nach, das sind gute Moslem. Die, ich habe auch Nachbarn, die gut sind, aber es hat nicht damit zu tun, dass diese Religion Hass schürt, dass aus dieser Religion Hass kommt. Das hat nicht damit zu tun. Diese Menschen benehmen sich. Diese Menschen leben in einem Land, wo sie Medeniyet gelernt haben, wo sie Ahlak gelernt haben. Aber wenn sie, solange sie nicht nach diesem Koran gehen, aber wenn sie nach diesem Koran gehen, können sie mich nicht als Bruder nennen, weil ich ein Kuffar für denen bin, weil ich kein Muslim bin. Ja, wir sind eigentlich, wenn du so siehst, sind wir eigentlich alle Kuffars. Ne? Also für die sind wir alle Kuffars. Aber und da schließe ich mich nicht mit an. Ganz einfach. Ich habe so wie der, ich glaube, der Verrückte, also sorry. Der Respekt vor dir, wenn du das machst. Ganz kurz, oben der, ich glaube, Verrückte, oder heißt der, glaube ich, ne? Ja, guck mal, da schreibt einer, der heißt Abdullah El-Zain. Ein El-Zain. Leute, ihr könnt alle einen Screenshot machen. Der El-Zain hat gerade gesagt, ihr seid auch alle Kuffars. Wir sind alle Kuffars. Ja, das macht man nicht. Das kann ich als Moslem. Er soll sagen, was der Kuffar ist, was Kuffar bedeutet. Was ist die Aufgabe von einem Kuffar? Soll er mir mal sagen? Ich antworte ihn. Ja, der wurde gerade gestummt. Die Aufgabe von einem Kuffar ist, Köpfe von kleinen Kindern abzuschneiden vor deren Mutter. Die Aufgabe von einem Kuffar ist, TikTok sportlich. Alles gut. Ich kann mal den einen fragen, warum ich jetzt hier gelogen haben sollte. Wegen was denn? Ich glaube an Gott, schreibt Oma, und du lügst. Also ich gehe da nochmal nicht drauf ein, aber gut, alles klar. Omar, mein Bruder. Okay, ganz kurz, Leute. Jenny? Ja. Können wir noch irgendwas für dich tun? Ansonsten würde ich jetzt gerne jemand anders noch hochholen. Ne, das war's eigentlich. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich, dass du da warst, ne? Ich danke auch, ja. Okay, alles klar. Dankeschön. Gottes Segen dir. Ist er hier oben so hingekommen? Er versteht sich mit Flex gut, er versteht sich mit anderen Religionen gut. Frag doch mal einen Omar, was er zu diesen Zeilen sagt. Er sagt, wir sind Ungläubige, wir sind Kuffars. Omar, was sagst du zu diesen Leuten? Sag mal, Bruder. Also ich würde das niemals behaupten. Ganz kurz, Leute. Apo, was können wir denn für dich tun? Ja, moin erstmal an alle. Hi. Okay, was können wir für dich tun? Ich wollte nur einmal erwähnen, dass ihr meiner Meinung nach ziemlich heftig verallgemeinert und das ist sehr, sehr schade, wollte ich einmal erwähnen. Was meinst du, heftig verallgemeinern? Einerseits sagt ihr, ja, ich kenne Muslime, die sind gut, weil die nicht nach dem Koran gehen. Andererseits sagt ihr, ja, die sind alle so und die beleidigen immer und die sind aggressiv. Das ist... Ist das nicht so? Der Bella gerade zum Beispiel, der hat ja gesagt, ich kenne Muslime, die sind so und so, aber die sind alle so und so. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Weißt du, was ich meine? Also erstmal eine Frage an dich. Bist du Kurde, ne? Ich bin Kurde, ja. Kurde. Wo kommst du her? Türkei oder Syrien? Ich komme aus Kurdistan, ich komme aus Bakur, aus Mardin. Bist du Jeside? Nein, ich bin Moslem. Ich bin Christen, Jeside, Christen. Wir leben zusammen, in Midyat leben wir alle zusammen. Er weiß ja, Christen, Jesiden, Moslems. Genau, guck mal, bei uns ist das zum Beispiel so, ich bin aus Mardin und aus Schirnak, da leben die ganzen Kurden zusammen.
Wir haben bei uns im Dorf, das sind 150 Einwohner, da gibt es eine Moschee und eine Kirche. Da gibt es das nicht, dieser Hass. Verstehst du? Ja, weil die nicht nach Religion gehen, weil die nach Menschlichkeit gehen, weil da hat man Ahlak und Medeniyet. Und diese Medeniyet lernt man auch in Deutschland. Aber in viele islamische Länder gibt es diese Medeniyet und diese Ahlak nicht. Und deswegen sind die so. Mhm. Aber soweit ich verstanden habe, Esiden sind keine Kurden. Stimmt das oder irre ich mich jetzt? Ja. Also guck mal, ich sag mal so, ich finde, das ist jedem selbst überlassen. Seit 2014 ist es halt so durch den Verrat der Badanis. Es ist sehr kompliziert. Es gibt eine, ich sag mal ganz vorsichtig, Abspaltung. Die sagen, dass sie keine Kurden sind, aber es gibt auch natürlich sehr, sehr, sehr viele Jesiden, die sagen, dass sie Kurden sind. Ich zum Beispiel war selber in Dalisch, ich war in Shekhan, in Kurdistan. Ja, ich küsse dein Herz, Bruder. Edo, wie geht's dir, Bruder? Ich war als Moslem auch in Dalisch zum Beispiel. Ich war dort vor Ort, habe mit Jesiden geredet. Viele haben sich Kurden genannt, also das ist so eine 50-50 Sache, sag ich mal, weißt du? Deswegen, ich habe da Respekt vor, jeder soll sagen, was er ist. Jeder soll selber entscheiden und fertig. Aber bei uns, Bruder, wenn wir Jesiden sagen, dass wir kein Kurden sind, wenn wir Jesiden sagen, dass wir Kurden sind, das heißt nicht, dass wir eure Feinde sind. Ganz Gegenteil. Wir haben die Kurden immer verteidigt. Bella, in Europa Jesiden? Und. Bella. Ja. Ja. Selçuk Bruder, woher kommst du? Selçuk Nation, Chavo. Ich Batmani. Guck mal, wenn wir nach Apo gehen würden. Und wir sowieso alle eins. Apo hat selber gesagt, wenn Kurdistan ein Garten wäre, wären die Jesiden die schönsten Rosen, das weißt du ja. Genau. Ich muss auch dazu sagen, wir sagen, wir sind Jesiden, aber ihr müsst verstehen, guck mal, die Kurden sind von uns weg, uns gibt es fast 6000 Jahre, die Kurden sind von uns weg, Wir sagen immer, ist Kuchen von Huhn oder Huhn von Kuchen? Das heißt, ihr seid von uns weg, ihr habt einen Namen gekriegt namens Kurden. Wir sind aber Jesiden geblieben und deswegen nennen wir uns Jesiden. Wir haben keinen Hass auf euch, ihr seid unsere Brüder. Ganz im Gegenteil, im Kriege und so helfen wir euch, wir helfen einander, wir sind ein Volk. Aber ihr seid von uns weg. Deswegen nehmen wir diese kurdische Name nicht, weil in diese kurdische Name gibt es viele Chain, gibt viele, die einander umbringen, die aus diesen. Guck mal, das ist ja diese eine Sache, Flex. Unter den Kurden ist sehr, sehr viel Verrat, weißt du, unter uns. Genau. Und deswegen ist unter uns diese Abspaltung sehr extrem. Deswegen haben sich, also vor allem in Armenien, in Nordirak, jetzt langsam auch im türkisch besetzten Gebiet, gibt es viele, die sich noch mehr abspalten, die sagen, wir sind überhaupt keine Kurden. Weil es gibt nun mal, als ISIS angegriffen hat 2014 und ein Teil der Kurden abgehauen sind und die im Stich gelassen haben, das Militär, die Peshmerga von der KDP-Seite. Aber wiederum muss man sagen, Bella, die Partia Mer, die PKK, also ich darf den Namen nicht sagen. Ja, die PKK, ich weiß. Genau. Das sind zum Beispiel. Das sind unsere Augen. Wir verteidigen immer die. Das weiß jeder. Weil die haben uns immer geholfen und die helfen jeden Kurden. Die machen keinen Unterschied. Nur Gottes Willen in Irak, die Kurden, die haben das nicht gemacht. Die haben uns im Stich gelassen und das vergessen wir niemals. Und 36 Genozide von Kurden, irakische Kurden über uns. Das war immer so in osmanischer Zeit bis jetzt. Ja. Verstehe. Deswegen ist es ein sehr, sehr komplexes Thema, was man auch nicht einfach so direkt beantworten kann, weißt du? Genau. Wir haben da auch alle ein bisschen zu wenig Wissen. Man kann aber die Bücher von Apo, also von, ich darf den Namen jetzt nicht sagen, Abdullah. Also da hat jemand geschrieben, dass die Sprache Kurmanchi ist. Richtig. Zum Beispiel, Bella wird jetzt, glaube ich, sagen, nein, aber es gibt zum Beispiel vom jesidischen Oberhaupt, Baba Sheikh. Bella, wie heißt der andere nochmal, Bruder? Ich weiß nicht mehr, wie der andere heißt. Mir meinst du? Ich weiß, also nicht Baba Sheikh, sondern der über ihm, Bruder. Babi Chawish meinst du? Nein, es gibt nicht. Doch, Baba Sheikh war das, lo? Baba Sheikh ist der Höchste, Bruder. Genau, da hat ihm einer gefragt, ob sie Jesiden oder Kurden sind. Da sagte er, wir sind Jesiden. Er hat aber gesagt, dass sie Kurmanji sprechen. Ja, Kurmanji ist eine Sprache für uns alle. Das stimmt auch.
Deswegen ist es ein sehr, sehr komplexes Thema. Manche sagen, die Kurden wurden schon 5000 vor Christus in den sumerischen Schriften erwähnt. Manche sagen nein, manche sagen ja. Also es ist so. Aber bei uns gilt eigentlich, die Ulad Paris sind, die für PK sind, ne? Küsst dein Herz, alles für mich. Die Menschen, die für PK sind, wissen, dass es einfach nur Einigkeit gibt und keine Abgrenzung oder Abspaltung. Das war schon immer so bei uns seit Tag 1. Richtig. Richtig. Ja, Bruder. Ja, okay. Nee, und gut zu wissen, weil es gibt gewisse Dinge, die weiß man halt nicht und die erfährt man dann, dann denkt man sich so, okay, heute mal was Neues gelernt, ne? Ja. Ja. Nee, ist gut zu wissen, Heute war es ein guter Stream, aber leider haben wir auch Leute dabei, die einfach... sagen wir mal, uns hier mundtot machen wollen und ich werde in Zukunft diese Leute nie wieder hier hochholen, dass wir unsere Ruhe haben, dass wir auch weiterhin Liebe verbreiten können. Ist ganz, ganz wichtig. Und an Marouche, Bruderherz, wenn du solche Leute siehst, Bruderherz, du kannst sie direkt sperren. Die solche Leute brauchen wir einfach nicht. Wer die Wahrheit hören möchte, der bleibt in den Stream, hört sich das an. Und wie gesagt, Nein, ich bin nicht traurig, Leute. Alles gut. Ich bin genervt, aber es ist eigentlich alles okay. Ich gehe raus, euch alle auf jeden Fall viel Spaß und ich wünsche jedem nur das Beste. Ich als Jesid wünsche jeder Religion und jeder Dings nur das Beste. Und jeder, der über Jesiden so, ich sag mal, schlecht redet oder sonst redet, er soll sich lieber ein bisschen informieren und sich mit einem Jesiden unterhalten, dann weiß er, was das für Menschen sind. Auf jeden Fall, Bruder. Im Internet mit einem Fake-Account kommen und Jesiden sind das Anbieter. Das ist ja das Traurige. Steven, mach dir keine Sorgen, Steven. Wie gesagt, ich werde immer die Flagge unterstützen. Deswegen, wenn die Leute irgendwas sagen, ich höre schon gar nicht erst hin. Alles gut, Bruder. Das Ding ist, diese Leute wissen ganz genau, dass Jesiden nicht so sind, aber die machen das extra. Die machen das extra. Ja. Die wissen, dass die gute Menschen sind, aber die machen das extra. Mach dir keine Sorgen, Bruder. Darauf gehe ich gar nicht ein. Mach dir keine Sorgen. Immer Leute da gewesen. Für Kurden oder für das. Für unsere Nachbarn sind wir immer da gewesen. Ich sag mal nur so. Und ich wünsche jedem das Beste und hau rein, ne? Hau rein, Bruder. Ich gehe auch raus. Ich danke dir. Ich sage immer, unser Benehmen ist unsere Religion. Wie wir uns benehmen, so ist auch unsere Religion. Ja. Und alles Gute. Ich danke euch. Und ich danke dir auch. Okay, Bruderherz, ich danke dir. Super. Oh, Mann. Oh, Leute. Heute haben wir echt einen sehr, sehr langen Stream. Aber nichtsdestotrotz, Leute, wir bleiben weiterhin in der Liebe. Kurdische Terroristen haben von Völkermord an Jesiden begangen. Das war... Ich glaube 1800 oder so, das waren die Battle Plus 6, wenn ich mich nicht irre. Das waren auch so verräterische Kurden. Die haben ein Genozid, also Kurden haben an ihre eigenen Kurden ein Völkermord verursacht. Das ist das Problem, weißt du? Das waren aber gekaufte Verräter, sagt man. Ja, für ein bisschen Geld halt. Ja, ich kann es mir schon gut vorstellen. Zum Beispiel in den 80er Jahren, als die PK angefangen hat, hat der türkische Staat auch Kurden bezahlt, damit die sich gegenseitig bekämpfen, weißt du? Das ist das Dorfschützer-System. Ja. Das kann man auch googeln. Ja. Nee. Ist gut. Ich weiß, was du meinst, Bruder. Und deswegen, wie gesagt, ich sag's immer wieder, ich werde die Flagge immer unterstützen. Keiner redet darüber, ja. Und deswegen habe ich dann selber für mich entschieden und habe dann gesagt, so gut, ich halte dann zu dieser Flagge und dann... Genau. Das ist ganz wichtig. Das ist cool, ja. Darf ich Markus dazu was sagen? Ja. Ja, klar. Erstens, ich sehe mich als Jesiden und kein Kurden, kein Araber und niemand. Ich komme auch aus dem Irak. Ich sage auch immer, dass ich kein Kurden bin und bin ich auch nicht. Und unsere Religion und Sprache und alles ist älter als
Araber und Kurden und alle. Und Kurden sind, früher waren Jesiden, genau wie 2014, die haben auch alle Kurden gezwungen durch Völkermorden und so, gezwungen in Islam geworden. Und alle Kurden wissen das. Genau, was ich meine und worüber ich rede. Ja. Und deshalb, wir können auch nicht uns als Kurden nennen. Und früher, da wo wir diese Sprache gesprochen haben, es gab keinen Kurden. Und deshalb sagt nicht der Kurden, er spricht unsere Sprache, ihr seid Kurden und dies und das. Also früher, da wo wir in diese Sprache gesprochen haben, es gab kein Kurdistan, kein Kurden, gar nichts. Also deshalb, wir wollen nur in Frieden leben. Und wenn wir sagen, dass wir Jesiden sind, das heißt nicht, dass wir unsere Freunde und anderen Religionen oder dies, das hassen. Wir wollen nur als unser Volk bezeichnen und nicht andere folgen. Und und Kurden haben auch uns verkauft an IS. Die haben nie gekämpft für uns, damit jeder weiß. Und deswegen, warum soll ich mich als Kurden nennen, wenn die meine Ehre verkaufen? Oder der Fekki, ganz kurz. Das darfst du auch nicht verallgemeinern, Messele. Als die Peschmerga abgehauen ist, kam Partia mehr, ne? Das war nicht auch. Ja, ja, ich weiß. Das musst du ja auch dazu erwähnen. Okay. Sonst würde ich sagen, ja, nee, du musst auch du musst ein bisschen genauer erzählen, weißt du? Ich weiß. Wir werden niemals vergessen, wer uns geholfen hat und wir werden auch niemals vergessen, wer uns verkauft hat und verraten hat. Also in wo liegt Kurdistan? Kurdistan liegt in Irak. Kurdistan hat uns verkauft an IS. Die waren befreundet mit Arabern. Mhm. Also, die waren ungefähr 12.000 Soldaten. Die haben gesagt, keine Sorge. Wir werden für euch kämpfen, wenn was kommt und dies, das. Wir haben gesagt, ja, okay. Und am Ende, da wo IS gekommen ist, jeder ist weggerannt. Und wir haben gesagt, Wesen haben Kurden gesagt, ja, okay, wenn ihr nicht kämpfen wollt oder zurückgehen müsst, weil das kommt nicht von euch, sondern für größte Länder und Präsidenten. Wir verstehen euch. Okay, rettet eure Seele, rettet eure Autos, aber gibt es um Waffen, wir kämpfen. Die haben nicht mal einen Schuss geschossen, aber doch auf uns. Weil wir nur gesagt haben, gibt's um Waffen, wir kämpfen. Mhm. Die haben auf uns geschossen. Sonst gar nicht. Ja, wie gesagt, die haben unsere Ehre verkauft und jeder weiß, was die mit Jesiden gemacht haben. Einfach schlimmer gibt's gar nicht. Ja. Deswegen, Leute, warum soll ich mich Kurden nennen? Es ist ganz wichtig, Leute, diese Petition müsst ihr heute machen, diese Bundestag-Petition, das ist hier als, wir haben das jetzt hier angepinnt, okay, und Bundestag-Petition 159286, bitte alle unterschreiben, das ist ganz wichtig, es geht um die Jesiden, Leute, bitte alle unterschreiben. Ich glaube, ich mache das jetzt schon seit 3 Tagen oder seit 2 Tagen, bitte unterschreibt das, dass die Jesiden nicht, wie gesagt, abgeschoben werden. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Ja, wirklich. Und Gottes Hand ist über jeden Einzelnen von euch und wir bleiben weiterhin in der Liebe. Und genau, Leute. Ja. Ansonsten, Leute, ich würde eine kleine Pause machen. Ja, ich würde eine ganz, ganz kleine Pause machen. Ich würde ein bisschen noch was essen. Und wie gesagt, in Zukunft nehmen wir so solche Leute sowieso nicht mehr hoch, die hier beleidigen, ne? Weil in der Ruhe liegt die Kraft und wir wollen weiterhin einfach in der Liebe bleiben. Andere Menschen, die uns hier beleidigen, haben keinen Platz hier, ne? Genau. Leute, ich küsse eure Herzen. Okay, ich küsse eure Herzen und ich bedanke mich wirklich, dass ihr da wart. Leute, und einen Moment, Leute, ich bin gleich. Ja, und auf jeden Fall teilt die Petition auch gerne bei Instagram, alle, die ihr könnt, und sagt das euren Familien. Die meisten Eltern zum Beispiel von euch wissen gar nichts davon, die wissen nicht mal, wer Jesiden sind.
jedem davon erzählen. Umso mehr Leute da unterschreiben, umso besser. So, dann schönen Abend noch, ne? Wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Alles klar, ich danke euch. So, Leute. An die ansonsten, Leute, wie gesagt, ich wünsche euch noch das Beste und bis später. Warte, ich nehme mal kurz zwei Leute kurz hoch, die noch was sagen wollen vielleicht. Und dann, Leute, dann geht's erstmal weg hier. Danke, Frau Rauf. So, Ali, Bruderherz. Danke für eure Aufklärung, meine Brüder, für euren Einsatz, wollte ich nochmal sagen. Marusch, danke, Bruder. Ja, Ali, Bruder, jetzt willst du noch was sagen? Gerne. Pause machen. Danke für euch, ne? Pause könnt ihr machen, ne? Gott segne euch für euren Einsatz. Gott möge euch belohnen für die guten Taten. Auf jeden Fall, Bruderherz. Genau. Dann. Ansonsten, Michael, willst du noch was sagen? Dann sag. Ja, guten Abend. Guten Abend. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ja, erstmal wollte ich mich bedanken bei dir für deine tolle Aufklärungsarbeit.